liebe E-Fellows, das Wort E-Fellows ist ja geschlechtsneutral, insofern einfach auszusprechen. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von E-Fellows im Gespräch, unser neuestes Webinar. Viele von euch kennen mich schon. Mein Name ist Thomas Graf. Ich bin seit 20 Jahren bei E-Fellows und helfe unter anderem Studierenden, den richtigen Master zu finden oder auch Berufstätigen, den richtigen MBA zu finden. Mache also sehr viel Coaching, bin aber auch sehr viel im Gespräch und mit Business Schools. Und eine der Schools, mit der ich schon seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeite, ist die HHL Leipzig Graduate School of Management. Das mache ich seit vielen Jahren sehr gerne, unter anderem deshalb, weil ich von deren Inhalten überzeugt bin. Und die heutige Session bietet sich wunderbar an, damit ihr euch über den Master of Science in Management informieren könnt, den es als General Management Track gibt, aber auch mit einer Spezialisierung Finance, wenn man das möchte. Und wie könnte man besser ein Studium erfahren und sich informieren, als wenn man ganz konkret eine Vorlesung miterlebt oder vielleicht besser ein Seminar oder eine Masterclass und anschließend noch genug Möglichkeiten hat, mit den richtigen Leuten zu sprechen und all seine Fragen loszuwerden zu Studieninhalten, zur Finanzierung, zu den Einstiegskriterien und so weiter. Aus diesem Grunde sind wir heute hier und ich freue mich sehr, euch allen vorzustellen. Erstmal Herrn Dr. Maximilian Schreiter. Herr Dr. Schreiter war selber Masterstudent an der Handelshochschule Leipzig, an der HHL, hat dort promoviert. Hat er bei Roland Berger gearbeitet, oder ich weiß gar nicht, erst Roland Berger, glaube ich, und dann promoviert, ist heute aber Program Director für das Master of Science in Management Programm mit Schwerpunkt Finance und Assistant Professor und insofern eigentlich perfekt geeignet, um euch das Studium näher zu bringen. Und an zweiter Stelle begrüße ich herzlich Frau Jana Vogel, sie ist Director Marketing der HHL. Ich arbeite persönlich seit vielen Jahren mit ihr zusammen und sie kann euch wirklich alles beantworten, das euch interessiert, zu Studieninhalten, Karriereperspektiven und so weiter. Vielleicht bevor ich das Wort übergebe an Herrn Dr. Schreiter, ganz kurz zum Ablauf. Wir werden jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde und dann noch mit Zeit für Fragen, beziehungsweise die Fragen könnt ihr auch währenddessen schon in den Chat stellen, werden wir eine Masterclass erleben zum Thema Startups. Und ich sammle so ein bisschen parallel die Fragen. Ich schaue in den Chat rein, was kommt, werde auch Herrn Dr. Schreiter, das ist mit ihm abgesprochen, hier und da unterbrechen. Wir werden genug Zeit dafür haben und anschließend werden wir immer noch 45, 35 Minuten, je nachdem, Zeit haben bis um 8:30, damit ihr noch alle Fragen stellen könnt an Herrn Dr. Schreiter oder zu Frau Vogel zum Inhalt des Studiums. Wie gesagt, euer Chat, der Chat steht zur Verfügung, nutzt ihn gerne. Ich sammle das ein bisschen und melde mich dann später wieder. Für den Moment würde ich sagen, schön, dass ihr alle da seid und Herr Dr. Schreiter, Sie haben das Wort. Genau, ja, vielen Dank und dann natürlich auch erstmal herzlich willkommen von meiner Seite. Schönen guten Abend, schön, dass so viele da sind. Das freut uns natürlich und wir freuen uns vor allem, ich freue mich vor allem, dass ich heute ein Thema präsentieren kann, mit dem ich mich jetzt schon seit ein paar Jahren beschäftige. Sowohl vorlesungsseitig, dazu zeige ich gleich was, als auch sozusagen forschungsseitig, dass ich mal versucht habe, während meiner Promotion daran rumzuforschen, ob man nicht eigentlich irgendeine Art von Bewertungstool entwickeln kann, was einem bei jedem Startup treffsicher irgendwie eine sinnvolle Bewertung liefern kann. Ich nehme die Antwort gleich vorneweg, ist mir nicht gelungen und ist aber auch keinem anderen gelungen. Ja, das ist dann das, was daran vielleicht ein bisschen tröstlich ist. Nichtsdestotrotz, und das möchte ich heute ein Stück weit zeigen, gibt es schon Dinge, die besser funktionieren als andere und vor allem können einem die Finanzbewertungsmethoden ein Stück weit helfen, die richtigen Fragen zu stellen, sowohl als Gründer, ja, dass man sich selbst die richtigen Fragen stellt und sich auch auf die richtigen Fragen vorbereitet, bevor man in ein Investorengespräch geht und vor allem auch aus Investorensicht. Ne? Da sagt man ja gerne, ich werde da nachher drauf kommen, also wenn man mit Investoren spricht, geben dazu auch regelmäßig ganz coole Masterarbeiten raus, da wird ganz gerne gesagt, wenn man dann mal mit Business Angels oder Venture Capital Investoren spricht, dass es eigentlich vor allem darauf ankommt, ob man an die Idee glaubt und an das Team. Und wenn es dann aber weiter darum geht, okay, wie findet ihr das eigentlich heraus, dann stellt sich heraus, dass eigentlich die Fragen gestellt werden, die auch für so eine Bewertung relevant sind. Und dann merkt man, dass
die eigentliche Startup-Bewertung an und für sich dann doch gar nicht so blöd ist und eigentlich einem ein Stück weit hilft, tatsächlich so einen Gesamteindruck von einem jungen, wachsenden Unternehmen zu bekommen. Genau, das so ein bisschen vorne dran. Ansonsten, genau, zu mir selbst brauche ich, glaube ich, für den Moment nichts sagen. Wenn wir hinten raus in der Diskussion, wenn jemand irgendwie was wissen will zum Thema Karrierepfade nach dem Master, kann ich da ein Stück weit Einblick geben, was ich gemacht habe, was Kommilitonen gemacht haben, wie vielleicht auch, wenn das für den einen oder anderen spannend ist, der Weg zurück in den akademischen Bereich aussehen kann. Genau, also da bin ich dann gerne aussagefreudig und da können wir dann auch noch ein bisschen sozusagen in meinen Background einsteigen. Gut, ansonsten würde ich jetzt erstmal starten. Genau, noch ein, zwei Infos für den Ablauf. Der Herr Graf hat es schon gesagt, gerne Fragen zwischendrin stellen. Ja? Entweder kurz ein Handzeichen geben und wir erteilen euch das Wort oder einfach über den Chat. Und Herr Graf ist sozusagen absolut berechtigt, mir jederzeit ins Wort zu fallen und die Frage zu stellen. Also ich finde es blöd, wenn wir bis zum Schluss warten und dann sind wir eigentlich gar nicht mehr an der Stelle und müssen dann wieder springen. Also gerne sofort und hat für mich einen charmanten Vorteil, dass ich dann einfach auch sagen kann, ich nehme mir 60 Minuten für den Vortrag und da stecken die Fragen dann schon drin. Ja, genau, aber das ist auch so ein bisschen der Plan, dass wir es in 60 Minuten mal schaffen, so einen groben Überblick zu vermitteln und dann können wir noch ein paar entweder inhaltliche Fragen klären oder natürlich auch Fragen zu unseren Masterprogramm. Außerdem, das ist das zweite Administrative, wer möchte, kann gerne schon mal vielleicht sein Handy auch mit zur Hand nehmen. Ich will zwischendurch ein paar Umfragen machen und da werden wir das Tool wechseln, wir werden das mit Slido machen. Ich blende dann QR-Codes ein, da geht es am schnellsten, wenn man da einfach mit dem Handy kurz einscannt. Ansonsten, wer es jetzt nicht zur Hand hat, ist auch überhaupt kein Problem. Es gibt dann sozusagen auch natürlich eine Webseite und einen Hashtag, den man eingeben kann. Dann ist man genauso in der Umfrage. Ja. Gut, so viel vorab. Und dann teile ich mal meinen Bildschirm in der Hoffnung, dass das jetzt alles gut funktioniert. So, ich denke aber schon. Ja. Genau. Und jetzt sehen Sie auch die Präsentation, ne? Müsste passen. Perfekt. Genau, sehr schön. Gut, also was ist die Überschrift für heute? Unicorn or Fata Morgana. Unicorn werde ich gleich definieren. Ja, das Einhorn, da sprechen wir oft davon in der Startup-Bewertung, wenn tatsächlich ein Startup richtig durch die Decke gegangen ist. Und womit wir uns hier forschungsseitig auch sehr intensiv beschäftigen, ist quasi, ob immer dann, wenn von so einem Unicorn berichtet wird, ob es wirklich eins ist oder ob es eigentlich nur Illusion ist. Ne? Da kommt sozusagen hier ein Stück weit der Titel her. So, bevor wir da einsteigen, würde ich ganz gerne ein, zwei Sätze zur HAL vorne dran stellen und zur Einordnung dieser Vorlesung, sage ich mal, auch ins Gesamtprogramm, damit ihr wisst, wo das Ding eigentlich auch in unserem Master-Setup aufgehangen ist. Ja? Die HAL selbst, da will ich mir jetzt wirklich kurz fassen, weil ich glaube, es gibt ja von allen Business Schools ständig irgendwelche Präsentationen zu der Gesamtuni, wo die nun am tollsten ist. Und auf den Webseiten kann man es auch überall nachlesen. Deswegen hier jetzt wirklich nur zwei Folien. Offensichtlich sind wir in den Rankings gut dabei. Ich glaube, das ist jedem soweit klar. Fokus ist da vor allem oder sagen wir mal da, wo wir uns ein Stück weit herausstellen in Deutschland beim Thema Entrepreneurship. Deswegen passt heute das Thema Entrepreneurial Finance, Startup Valuation, Startup Financing, glaube ich, auch ganz gut. Da sind wir eigentlich in vielen Einschlägen Rankings immer ganz vorne, auch im europäischen und im weltweiten Kontext und dieses ganze Thema unternehmerisches Handeln, selbstständiges Handeln ist sozusagen auch tief in unserem Mission Statement auf der einen Seite und dann natürlich auch in unseren Programmplänen verankert. Ne? Also unsere Philosophie ist, dass Studenten, die zu uns kommen, am Ende rausgehen und befähigt sind, selbst Entscheidungen zu treffen und zu reflektieren und außer dass sie unternehmerisch handeln können,
sollen sie das auch verantwortungsbewusst machen. Auch das ist schon seit vielen, vielen Jahren ein wichtiger DNA-Bestandteil. Und sie sollen es natürlich auf Basis eines effektiven Toolsets, sage ich mal, machen. Ne? Also wir wollen starke, gute Hard Skills vermitteln, aber den Leuten eben auch mitgeben, wir haben alle eine Verantwortung in dieser Welt. Wir müssen langfristig denken und langfristig handeln und nicht auf der kurzfristigen Optimierung. Und das alles soll man auch nach dem Studium in gewisser Weise schon unternehmerisch selbstständig können. Ja, also das ist so ein bisschen der Grundgedanke. Und das ist jetzt bei uns auch nicht einfach nur da erstmal so her irgendwo hingeschrieben, sondern übersetzt sich letztlich auch so in unserem ganzen Ökosystem drumherum. Ja, da kann man jetzt ganz viel über das Alumni-Netzwerk und so weiter sprechen. Ich habe mir jetzt mal unser Entrepreneurship Hub rausgegriffen, weil es sozusagen auch ganz gut zum Thema Entrepreneurial Finance passt. Wir sind ja eine eigentlich sehr, sehr kleine Business School, ne, haben nur Masterprogramme im Angebot, dementsprechend so ungefähr 750 Studenten nur. Trotzdem können wir mit einem gewissen Stolz sagen, dass von den 10 deutschen Unicorns, oder ich glaube inzwischen sind wir bei 12, kommt immer ein bisschen drauf an, wie man zählt. Das heißt, ich definiere es wie gesagt gleich, hochbewerteten Startups, die also richtig erfolgreich durch die Decke gegangen sind, ist die Hälfte gegründet oder mitgegründet von HHL-Alumni. Das ist schon was, worauf wir ein Stück weit stolz sind. Und außer dass unsere Alumni später in ihrer Karriere gründen oder direkt nach dem Studium gründen, bieten wir inzwischen auch die Möglichkeit, letztlich bei uns in den Inkubator oder auch in den Accelerator zu wechseln. Da haben wir den Digital Space, dort kann man tatsächlich mal seine Idee in einem Team einfach erstmal reifen lassen über so ein Sprintformat. Das sind quasi, ich glaube, 10 Sprints in Summe, die immer 4 Wochen gehen, und in der Zeit kann man quasi mal so eine Idee wachsen lassen bis zu einem Pitch vor Investoren. Und wenn man dann wirklich gründet, ne, muss man auch nicht durch den Digital Space gelaufen sein, kann man auch irgendwo anders gemacht haben, im stillen Kämmerlein oder wo auch immer, haben wir dann auch die Möglichkeit, die Leute letztlich in einen Accelerator reinzuholen. Da kriegt man wirklich einen Office-Space. Das ist bei uns in Plagwitz auch in einer wirklich coolen Industrie-Location, und kriegt dann extrem viele Schulungen, Kontakte zu Investoren, immer die direkte Anbindung auch an die Business School, um Dinge zu diskutieren. Und das ist ein Konzept, was es jetzt schon seit einigen Jahren gibt, das SpinLab, und was auch in Deutschland einer der erfolgreichsten Accelerator ist. Ja, das nochmal so ein bisschen zum Ökosystem sozusagen drumherum, außerhalb der blanken Studiengänge. Ja. Zu den Studiengängen selbst. Herr Graf hat es ja schon angesprochen, wir haben im Master in Management letztlich 2 Tracks. Den einen, den wir schon seit Einführung des Bologna-Prozesses und dementsprechend der Masterstudiengänge haben, unser General Management Programm, was eben besonders, wie gesagt, darauf zielt, Führungskräfte von morgen auszubilden in diesem Dreiklang, den ich schon angesprochen habe, also effektives Toolset, verantwortungsbewusstes Handeln und unternehmerisches Denken. Und dazu haben wir jetzt seit diesem September neu eingeführt einen Finance-Track. Da läuft jetzt gerade die erste Kohorte, waren wir auch sehr, sehr happy mit dem ersten Intake. 28 Studenten sind da drin. Und hier gelten natürlich, sage ich mal, die gleichen Grundwurzeln der HHL, aber es ist ein bisschen mehr ein quantitativer Fokus drin. Ja? Also wir wollen Leute ausbilden, eigentlich so ein bisschen an der Kreuzung von strategischem Management und Corporate Finance. Ne? Es geht, also das auch ganz offen als Einschränkung, nicht so sehr um Banking. Ja? Das haben wir natürlich auch insoweit drin, als dass man es auf Unternehmensseite braucht. Aber da gibt es sicherlich andere Programme, die da deutlich, deutlich stärker drauf fokussieren. Bei uns geht es wirklich darum, wie spielt
das Finanzmanagement oder das Thema Corporate Finance eigentlich mit strategischen, unternehmerischen Entscheidungen zusammen. Ja? Das heißt, wir wollen Leute ausbilden, damit sie sozusagen tatsächliche Top-Management-Entscheidungen dann auch informiert unterstützen können. Ja? Also das sind mal so die zwei großen Ansätze und Tracks. Und wie übersetzt sich das dann in ein Programm? Naja, also erstmal gibt es quasi die General Management Essentials. Die sind in beiden Tracks gleich. Damit stellen wir letztlich sicher, dass es eben eine breite strategische und auch Managementbasis bei den Studenten gibt. Ne, da kommen erstmal, sage ich mal, wirklich die Hard Skills rein. Das liegt in diesem Modul Business Administration and Economics. Da ist klassischerweise Microeconomics drin. Da machen wir eine sogenannte Integrated Case Study. Eine Integrated Case Study, die berührt letztlich die Bereiche Logistik, Finanzen, Accounting, Strategie, Marketing. Und dann haben wir da natürlich noch Makroökonomie drin und so weiter. Also wirklich so die Hard Skills, die man in der BWL braucht. Und wie gesagt, immer so mit dem Ansatz, dass wir sie schon miteinander verknüpfen, so wie man es in der Praxis auch tun muss. Leadership und Reflection, da geht es natürlich sehr, sehr viel um Soft Skills, die man drumherum mitnehmen muss. Wie kann ich mich selbst organisieren und führen? Wie kann ich Teams organisieren und führen? Wie kann ich eigentlich auch ein HR-Management irgendwann mal aufbauen, also tatsächlich irgendwie eine Organisation bauen, aber auch wie kann ich erfolgreich und kooperativ und langfristig orientiert verhandeln. Ja? Das sind Themen, die hier drin liegen, genauso wie das Thema Business Ethics. Ja? Und dann haben wir noch ein Modul, was sich wirklich nur um das Thema Entrepreneurship und Disruption kümmert, damit man wirklich, also zum einen, wie gesagt, dieses unternehmerische Handeln auch selbst schon mal angewandt letztlich probt und auf der anderen Seite wirklich so am Zahn der Zeit dran ist, was sind jetzt gerade so auch die technologischen Entwicklungen. Ne? Da haben wir zum Beispiel einen Kurs Data Coding and Literacy, wo man tatsächlich lernt, mit R Programme zu schreiben, nicht mit dem Anspruch, am Ende Programmierer zu werden, aber dass man versteht, was eigentlich möglich ist mit Big Data, ja, dass das nicht nur so ein Buzzword bleibt, sondern dass man es auch selbst mal gemacht hat und dementsprechend in der Lage ist, sagen wir mal, zwischen der Businesswelt und der Tech-Welt auch zu übersetzen und das volle Potenzial da zu nutzen. Ja. Genau, also das läuft über beide Tracks und dann haben wir Business Competencies als zweiten großen Block. Und da geht es jetzt gar nicht um Kurse, sondern tatsächlich um das, was außerhalb des Curriculums passiert. Ja. Da haben wir ein Student Consulting Project, was Teil des Programms ist und wo man mit Partnerunternehmen der HAL, beispielsweise Porsche, BASF haben wir relativ oft dabei, Oetker ist relativ oft dabei. Diese Unternehmen kommen sozusagen mit echten Problemen, Herausforderungen, die sie haben, auf uns zu und pitchen diese dann sozusagen erstmal vor den Studenten und die Studenten können dann ihrerseits wiederum darauf pitchen, auf dieses Projekt zu kommen und 3 bis 4 Leute arbeiten dann da sozusagen immer zusammen an so einem Praxisprojekt. Genau. Jetzt habe ich ein paar größere, bekannte Firmen genannt und muss aber auch sagen, wir bedienen da die ganze Bandbreite. Also es kommen auch Alumni zu uns, die sagen, ey, ich habe eine wirklich coole neue Business-Idee und ich würde gerne mal mit ein paar frischen Köpfen das Ding durchevaluieren. Also auch solche Dinge werden da sozusagen gepitcht und wie gesagt, diese ganze Bandbreite wird da abgebildet. Genau, dann haben wir offensichtlich im Programm 2-mal die Möglichkeit, in Praktika zu gehen. Die sind quasi in diesem 24-Monats-Programm 2-mal eingebaut, diese Möglichkeiten. Oder dass man natürlich Entrepreneur in Residence wird. Berlin ist ja offensichtlich sehr nahe. Wie gesagt, wir sind da auch extrem gut vernetzt. Bedeutet, da ergeben sich auch immer wieder Möglichkeiten, in Startups temporär mit einzusteigen und dann eventuell auch dabei zu bleiben. Oder natürlich auch ein Social Impact Projekt irgendwie mit zu begleiten. Ja? Und das Thema International and Cross-Cultural Experience ist das Auslandssemester, was ebenfalls eingebaut ist ins Programm. Gut, und dann kommen wir zu den Spezialisierungen und da, wo letztlich im Curriculum die Tracks
tatsächlich auseinandergehen. Ja? Das passiert nach ungefähr den ersten 6 Monaten, dass wir in den Kursen auseinandergehen. Also in den ersten 6 Monaten laufen diese General Management Essentials und dann geht es in die sogenannten Deep Dives. Und im General Management wählt man dann 2 von insgesamt 4 Spezialisierungen. Ne, die, ich lese die jetzt mal nicht alle vor, aber die kann man hier, glaube ich, ganz gut sehen. Und im Finance-Bereich hat man sozusagen 2 große Blöcke. In jeder dieser Spezialisierungen, das ist wahrscheinlich noch wichtig zu sagen, liegen quasi immer 4 Kurse drin. Ja? Und in den Finance-Bereich zoomen wir jetzt einmal kurz rein. Das passiert hier. Um einmal, keine Angst, lese ich jetzt auch nicht die ganzen Kurse vor, das kann man natürlich auch alles irgendwie in der Broschüre nachlesen. Aber um einmal zu sagen, das Thema Corporate Finance und dann sozusagen immer die direkte Verbindung zum strategischen Management steht hier natürlich sehr, sehr im Vordergrund. Und das Thema Entrepreneurial Finance kommt hierin jetzt eben auch tatsächlich mit einem eigenen großen Kurs vor, der heißt Entrepreneurial Finance and Venturing. Und für die, die sagen, Entrepreneurship ist mein Ding, aber jetzt nur Finance-Kurse in der Spezialisierung, das will ich nicht machen. Für die gibt es auch die Möglichkeit, im General Management sozusagen eine Spezialisierung eher Richtung Entrepreneurship zu wählen und dann diesen Kurs hier tatsächlich als Add-on dazu zu nehmen. Ja, also das nur, dass man es mal so ein bisschen im Kopf hat. So, jetzt zoomen wir noch eine Ebene tiefer und gehen mal in diesen Entrepreneurial Finance Kurs rein. Und der sieht von der Agenda grob vereinfacht gesagt so hier aus. Keine Angst, auch die will ich jetzt nicht vorlesen. Ich will noch mal ein bisschen darauf eingehen, mit welchen Themen wir uns jetzt speziell beschäftigen wollen. Ja, also erstmal ist wichtig, Entrepreneurial Finance ist Teil des ganzen Bereichs Corporate Finance. Das heißt, alles, was Finanzentscheidungen, Investitionsentscheidungen, Finanzierungsentscheidungen, Verteilungsentscheidungen in Firmen sind. Ja, das ist das Thema Corporate Finance. Und darin kümmern wir uns im Bereich Entrepreneurial Finance dann vor allem, sage ich mal, um schnell wachsende Unternehmen, die meistens mit einer großen Unsicherheit zu tun haben, aber auf der anderen Seite natürlich auch mit einer großen Dynamik. Ja. Und das Thema, was wir uns heute anschauen, liegt in dieser Agenda quasi einmal im Bereich Recognizing and Valuing Opportunities, ne, dass wir überhaupt erstmal rausfinden, was ist denn eigentlich so ein Unternehmen grob wert? Wie können wir uns da ranrobben, wenn es da noch gar nicht so richtig eine Historie gibt und wenn es nach vorne gesehen jetzt auch keinen wirklich verlässlichen Forecast gibt, ne, sondern nur die große Hoffnung, dass da hinten am Horizont irgendwie was kommt. Ja? Ganz kurz. Ja? Wenn ich hier gerade ganz, bevor Sie damit anfangen, wir haben gerade eine Frage bekommen von Lukas Oliver Ankelmann. Ja. Der fragt, ob das Masterstudium, ich setze es mal in meine Worte, auch für den Berufswunsch Investmentbanking in dem Fall geeignet ist. Ja, sehr gute Frage. Ist es, genau. Also muss ich mich vielleicht ein bisschen klarer ausdrücken. Genau, ich hatte vorhin gesagt, für das Thema Banking gibt es sicherlich andere Programme, die zugeschnittener sind. Das betrifft aber nicht das Investmentbanking. Ne? Also wenn man jetzt, sage ich mal, in Themen wie Trading reingehen will, wenn man in Themen wie Corporate Debt reingehen will oder was ist noch so ein klassischer Bereich, Bankenregulierung beispielsweise, dann gibt es, glaube ich, andere Programme, die eher diese Spezialisierung bieten. Im Investmentbanking ist es aber so, dass Corporate Finance natürlich hochgradig relevant ist. Ne? Ich kann ja nochmal, eine Folie zurückgehen. Wenn man mal hier in diesem Blog Financial Decision Making schaut, dann ist hier Corporate Valuation in M&A, das ist letztlich das Herzstück von dem, was im Investmentbanking gemacht wird. Und erweitert und unterstützt wird es dann hier im Bereich Advanced Corporate Finance and Taxation, wo es einmal um nochmal fortgeschrittenere Varianten der Bewertung geht, aber dann vor allem auch der Deal-Strukturierung. Also wie finanziere ich eigentlich einen Deal? Und das ist da, wo klassischerweise Investmentbanken befragt werden. Also definitiv absolut relevant für diesen Weg. Ja? Vielen Dank. Okay.
Gut, genau. Letzten Satz, den ich hierzu noch sagen will, ist, außer dass wir uns sozusagen mit dem ganzen Thema Bewertung von Startups beschäftigen, und ich habe ja schon so ein bisschen anklingen lassen, dass das auch gar nicht so, so sehr mit großer Theorie zu belegen oder zu bespielen ist. Also außer dass wir uns damit beschäftigen, wollen wir uns vor allem mit dem Thema Doing Deals beschäftigen. Das heißt, wie werden Startups finanziert? Und da wird man dann plötzlich sehen, dass das Thema Bewertung an der Stelle viel, viel relevanter ist. Und warum das so ist, werde ich dann aber gleich zeigen. Ja? Gut. Also, dann gehen wir mal durch. Ich zeige mal ganz kurz überhaupt und definiere, was so ein Einhorn, ein Unicorn eigentlich ist im Startup-Kontext, ne, damit wir da das gleiche Verständnis haben und damit wir auch vielleicht mal ein paar Marktzahlen gesehen haben und so ein bisschen eine Vorstellung haben, ja, über was für Unternehmen wir da eigentlich sprechen. Ja. Und genau, das sollte ich vielleicht noch sagen. Danach gucken wir uns quasi Startup-Bewertungen im Generellen an, ne, und dann wollen wir in diese Finanzierung einsteigen. Gut, also was ist ein Einhorn im Startup-Sinn oder ein Unicorn? Das ist eigentlich erstmal jedes Unternehmen, was eine Bewertung erreicht hat, die größer ist als 1 Milliarde US-Dollar, und zwar bevor das Ding an die Börse geht, also ein Initial Public Offering, ein IPO durchläuft, oder bevor es irgendeine andere Art von Verkauf gibt, ne? Also einen sogenannten Exit. Das wäre jetzt beispielsweise, dass ein strategischer Investor, das heißt irgendein Großkonzern, das Startup vielleicht aufkauft. Ne? So ein HHL-Beispiel der letzten Jahre wäre Flaconi, das kennt vielleicht jemand, eine Online-Parfümerie, ja, die ist dann letztlich gekauft worden von Seven Ventures, aber auch Douglas war da interessiert, ja, als strategischer Investor. Seven Ventures ist ein Finanzinvestor, der sozusagen an der Pro7-Sat1-Gruppe angedockt ist. Das wäre so klassischerweise, was wir dann einen Exit nennen. Ja? Und Initial Public Offering, wie gesagt, wenn man an die Börse geht. So, das klingt jetzt erstmal so ganz einfach als Definition. Das Blöde ist natürlich, sagen wir mal, das Alter des Unternehmens ist da jetzt nicht definiert. Also es gibt auch in der deutschen Liste beispielsweise Otto Bock. Die stellen so medizinische Prothesen her. Die gibt es eigentlich schon 40 Jahre. Ne? Aber die haben jetzt halt Venture-Capital-Investoren drin. Deswegen werden die teilweise in diesen Listen geführt. Aber so ein richtiges Startup ist es jetzt nicht unbedingt. Ne? Oder denkt an irgendwelche Familienunternehmen. Da gibt es mehr als genug, die mehr als 1 Milliarde wert sind. Und die sind auch nicht an der Börse und die wurden auch nie geexitet. Ne? Würde man die da jetzt mitzählen, ja oder nein? Also was ich sagen will ist, die Definition ist so ein bisschen löchrig und hat ein paar Graubereiche. Deswegen darf man sich bitte nicht wundern, wenn man das einmal so und einmal so irgendwie definiert sieht und dann auch in Listen unterschiedlich sieht. Ja. Die Zahlen, die ich gleich zeige, ich fürchte fast gerade, ich habe sträflicherweise vergessen, die Quelle drunter zu schreiben, aber bevor wir die Folien schicken, kann ich es dann noch machen, und ich kann es jetzt auch sagen, die Zahlen, die ich gleich zeige, die basieren auf CB Insights, eine ganz coole Seite, mit der man sich recht viele Informationen über Venture Capital und Startups besorgen kann. Es wird hier natürlich aufgezeichnet, aber ich sage es trotzdem. Man kann sich auch relativ viele Sachen frei runterladen, wenn man sozusagen seine E-Mail-Adresse abgibt. Die werden dann aber so ein bisschen lästig im Nachgang. Ja? Also da kriegt man relativ viele E-Mails, ob man jetzt nicht irgendwie mal subscriben möchte. Genau, aber ansonsten coole Seite mit vielen, vielen Infos. Gut, bevor ich die Zahlen zeige, würde ich euch gerne ein Stück weit aktivieren und euch bitten, dass ihr an dieser kleinen Slido-Umfrage hier teilnehmt. QR-Code ist hier. Und wie gesagt, wer jetzt den QR-Code nicht schnell abscannen kann, der kann auch einfach auf slido.com gehen und dann hier das Hashtag eingeben. Dann seid ihr genauso in der Umfrage drin. So, und ich wechsle mal. Ich hoffe, das klappt jetzt. Okay, scheint schon zu funktionieren. Genau, und die ersten Ergebnisse schießen auch schon rein. Die E-Fellows sind clever, die wissen, wie das geht. Ich musste mich gerade erst informieren.
Okay. Und man sieht es jetzt auch schon, oder? Ja. Das Ergebnis, was ich hier auf dem Screen habe, oder? Okay, ich hoffe, es ist so. Genau. Man sieht jetzt Airbnb Ja, genau. N26. Okay, sehr gut. Genau. Ja, dann haben wir schon die Ergebnisse. Genau, die passen hier auch alle, die ich da soweit sehe. Genau, Auto 1 Group ist auch ein Klassiker. Genau, Zalando. Genau, zum Beispiel ganz witzig. Also da gibt es jetzt Definitionen. Da wird jetzt Zalando nicht mehr auf der Unicorn-Liste geführt. Warum? Weil die sind ja inzwischen börsennotiert. Aber ich würde auch sagen, naja, die haben diesen Status ja mal gehabt. Ja, also sollte man hier auch in so einer Liste, wenn man jetzt zählen will, welche Länder oder welche Hubs, ne, also nehmen wir jetzt Berlin, welche Hubs haben es eigentlich geschafft, wirklich Startups bis zu dem Unicorn-Status zu entwickeln, dann sollte man die schon mitzählen. Ja. Genau, hier sind schon viele gute dabei. HelloFresh, auch so ein schönes Beispiel, die sind inzwischen börsennotiert. Trivago ebenfalls, genau. N26 ist tatsächlich ein super Beispiel, weil es wirklich ein aktuelles ist, genauso wie Auto 1. Und Celonis ist eins, was erst dieses Jahr diesen Status bekommen hat. Ja. Sehr gut, genau. SpaceX, da haben wir gleich ein richtig, richtig großes. Okay, also ich sehe schon auf jeden Fall, haben alle kapiert oder wissen alle, was sozusagen ein Unicorn ist. Das ist schon mal gut. Dann können wir das für den Moment auch beenden und zurück in die Präsentation gehen. So, und jetzt gibt es quasi mal ein paar Marktzahlen noch dazu, ne? So über das Anekdotische hinaus. Also tatsächlich war es so, dass vor nicht mal 10 Jahren hatte der Name Einhorn tatsächlich noch eine echte Bedeutung, weil das waren wirklich sehr selten auftretende Fabelwesen sozusagen, ja, die dann da mal um die Ecke geguckt haben. Inzwischen muss man sagen, ist das oder zwischendurch gab es ein exponentielles Wachstum. Ja, jetzt geht es gerade wieder so ein bisschen nach unten in der, also nicht nach unten in der Kurve, aber sagen wir mal, die ist konkav, ja, um ganz mathematisch korrekt zu sein. Aber wir haben jetzt schon sozusagen wirklich richtig große Populationen, ne? Und die Länder, in denen wir vor allem extrem viele solcher hochbewerteten Startups sehen, ist weiterhin die USA. Ich glaube, das ist für niemanden eine Überraschung. Aber tatsächlich holt China da mit riesigen Schritten auf, ne? Also da sind wir und die Zahl, ich hab die hier sogar im September mal aktualisiert. Können wir, glaube ich, trotzdem davon ausgehen, dass die Chinesen inzwischen wahrscheinlich schon bei über 120 sind. Und was wir da auch sehen, dass die durchschnittliche Unternehmensbewertung je Unicorn, je Einhorn auch noch mal deutlich, deutlich höher ist. Also da entstehen auch richtige, richtige große Dinger, ne? Ansonsten sagen wir mal, ja, gegenüber den USA und China stehen wir jetzt nicht ganz so stark da, aber ansonsten sind wir im internationalen Vergleich nicht so schlecht dabei, ne? Also 12 Unicorns sind es jetzt hier nach meiner Zählart und Beispiele hier unten drunter, ne? Also Auto 1, ne, wurde ja auch genannt, N26 und Otto Bock hatte ich gerade schon gesagt, ja, je nachdem, wie man zählt und wie man definiert, sind die drin oder nicht drin. Ja. Genau. Auf der nächsten Seite habe ich es für Deutschland jetzt auch noch mal ein Stück weiter aufgebohrt, wen es da so gibt, wann die Unicorns geworden sind und auch mit welchen Bewertungen. Und da sieht man unten drunter auch die, die man meiner Meinung nach mitzählen müsste, ja, die aber sozusagen rausgefallen sind aus der offiziellen Betrachtung, weil sie eben inzwischen ein IPO gemacht haben. Müsste gerade mal gucken, ob die alle ein IPO gemacht haben. Doch, müsste so sein. Ist keiner von denen strategisch gekauft worden. Ja. Und auf der rechten Seite, da sehen wir mal so ein bisschen das Venture Capital Fonds-Universum. Also die Leute, die Dinger tatsächlich mit finanzieren. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz spannende Diskussion, weil da wird ja immer gesagt, dass, oder hört man relativ oft, dass ein Problem, was wir in Deutschland haben, warum wir
eben nicht ganz so am Fließband erfolgreiche Startups produzieren wie die Amerikaner, dass uns eigentlich sozusagen so das Investorenumfeld fehlt. Und das mag ein Stück weit stimmen, sobald wir sozusagen in die wirklich großen Finanzierungsrunden kommen, wo man irgendwie gleich mal mit ein paar hundert Millionen irgendwie reingehen muss. Es stimmt aber nicht mehr für so die Klasse drunter, ne? Also wir sind inzwischen in der Lage, in der zweiten, dritten, vierten Runde tatsächlich mit auch deutschen Venture Capital Investoren richtig ordentlich mit zu investieren, ne? Und ein großes Beispiel, die natürlich auch immer mal negative Presse haben mit dem, was sie da so machen, aber nichtsdestotrotz schon erfolgreich sind und viele Sachen hochgezogen haben, ist natürlich hier Rocket Internet, ne? Die sehen wir hier relativ weit oben in der Liste. Holzbrink ist offensichtlich ein anderes, kennt man vielleicht auch. Point9 und Early Bird sind auch zwei, die noch sehr nah so am HAL-Netzwerk dranhängen. Wenn ich ganz kurz noch ergänzen darf, ja? Holzbrink hat eFellowsNet mitgegründet. Ah, okay. Ach, sehr also gut. 2000 okay. wurde eFellowsNet gegründet von der Georg von Holzbrink-Gruppe zusammen mit McKinsey und der Deutschen Telekom. Das ist nur am Rande. Okay, ja, sehr gut. Genau, was ich gerade noch sagen wollte, ich habe ganz hinten dann auch noch mal eine Folie dazu, aber falls ich es nachher vergessen sollte, am Freitag haben wir auch noch ein Event von unserem Venture Capital Club an der HAL, das ist sozusagen der Studentenclub, der sich mit dem Thema Venture Capital und Startups auseinandersetzt. Und da bin ich eingeladen zu einer sehr spannenden Diskussionsrunde mit dem Vice President für Valuation und Financing von Rocket Internet. Das ist sozusagen auch ein Co-Autor einer meiner Papiere, mit dem ich sozusagen sehr regelmäßig zu dem Thema austausche. Arndt Lodowicz ist das. Und der gibt da auch nochmal so ein paar Einblicke und wir diskutieren so ein bisschen, wie die eigentlich Bewertung machen und wie sie sich überlegen, wie sie Startups finanzieren. Also wen das interessiert, der kann da auch sehr, sehr gerne hinzukommen. Wie gesagt, wir haben dann auch hinten nochmal eine Folie dazu. Ja. Gut, dann würde ich mal weitergehen. Jetzt haben wir hier so ein bisschen Name-Dropping betrieben, ja, uns ein paar ganz tolle Startups angeguckt und immer gesagt, dass das Unicorns sind. Jetzt beschäftigen wir uns mal damit, wieso man überhaupt auf die Idee kommt, diesen Unternehmen, die ja wie gesagt oftmals keinerlei Historie und meistens noch nicht mal irgendwelche Gewinne produziert haben, wie man auf die Idee kommt, denen eigentlich solche verrückten Bewertungen zuzuweisen. Ja. Und ich habe jetzt hier einfach mal vier Beispiele draufgeschrieben auf die Folie, nur um mal zu verdeutlichen oder zu zeigen, wie das eigentlich funktioniert. Man macht das nämlich immer an der letzten Finanzierungsrunde fest. Ne? Jetzt nehmen wir hier mal N26, bisschen komisches Beispiel, weil die haben ihre letzte Finanzierungsrunde, das war die Runde D, Series D nennt man das dann. Was einem das sagt, ist, dass es vorher bereits drei große Runden gab, A, B und C. Und davor gab es in der Regel so eine sogenannte Seed-Phase. Das heißt, da hat man so mit Business Angels oder ganz am Anfang vielleicht mal so mit Family, Friends and Fools angefangen. Ne? Und dann ab Series A sind sozusagen tatsächlich Investoren eingestiegen, die auch irgendwelche Vorzugsaktien erhalten haben. Ne? Also nur, dass man das mal so ungefähr weiß, wie das läuft. Genau, ist offensichtlich was, wo wir jetzt nicht en Detail einsteigen können. Klassischer Fall für, beschäftigen wir uns mal eine Vorlesung lang in Entrepreneurial Finance damit, wie das genau vom Prozess her läuft. Ja. Genau, aber sozusagen vierte große Finanzierungsrunde. Und in dieser vierten großen Finanzierungsrunde haben die sozusagen 570 Millionen US-Dollar eingesammelt, ja, von verschiedenen Investoren in dem Falle. Und dafür haben sie 16,3% ihrer Aktien rausgegeben. Ja. Das heißt, bisherige Investoren wurden dann da auch verwässert. Ne. Man hat sozusagen, also 16,3% ist dann der Stand, nachdem diese neuen Aktien ausgegeben wurden. Und dafür, wie gesagt, haben die Investoren 570 Millionen hingelegt. So, und jetzt kann man schnell mal den Taschenrechner zur Hand nehmen. Wenn man jetzt die 570 Millionen sozusagen durch 16,3% teilt, dann kommt man drauf, was die sogenannte Post-Money-Valuation ist. Und das sind dann in dem Falle 3,5 Milliarden. Also die Idee ist,
so wie die letzte Runde eingepreist wurde, ja, wie diese, was man rausgegeben hat an Anteilen für diese 570 Millionen, das kann man letztlich extrapolieren auf 100% der Anteile. Ja, so ist die banale Logik, wenn man irgendwelche großen Schlagzeilen noch in den Medien liest. Ja. So wird das gemacht. Ne? Also da sagt man dann 570 Millionen Euro oder US-Dollar eingesammelt. Und das hat, das bedeutet, dass die Bewertung des Unternehmens jetzt auf 3,5 Milliarden gestiegen ist. Ja, so ist in der Regel der Sprech, mit dem man sich da bewegt. Ja. Und jetzt ergeben sich daraus, aus meiner Sicht zumindest, ja, das könnt ihr jetzt teilen oder nicht, aber zumindest für den Rest meines Vortrages, ergeben sich letztlich zwei große Fragen, die man mal diskutieren muss. Ja, die erste ist, wo zur Hölle kommt dieser Zusammenhang her? Also wieso kann ich sagen, dass 570 Millionen 16,3% entspricht? Ja, das ist mal so die erste Frage. Da geht es wirklich um Startup Valuation. Ja, da müssen wir den Gesamtladen irgendwie mal versuchen zu bewerten. Und die zweite Frage ist, ob das eigentlich okay ist und Sinn macht, dass man von diesen, ich bleibe beim Beispiel, 16,3% extrapoliert auf 100%. Ja? Also den zwei Fragen wollen wir uns nähern. Und wir fangen mal mit der ersten an. Ja? Und da, wie gesagt, müssen wir mal in die Bewertung von Startups im Generellen einsteigen. Genau, ich setze mal kurz ab, falls es eine Frage gibt. Wenn nicht, dann, ne? Jetzt kommt gerade eine. Okay, ja. Wo, für was steht H und D? Klammer H. Ah ja, sehr gut, genau. Ich hatte es für N26 kurz gesagt, aber sag es natürlich gerne nochmal. Das D steht sozusagen dafür, dass das die Finanzierungsrunde D ist. Wir sprechen dann immer von Series D und das heißt, dass es bereits drei große Finanzierungsrunden vorher gab, nämlich A, B und C. Ja? Und dann muss man auch wissen, dass in der Regel davor gibt es so kleinere Runden, das ist die sogenannte Seed-Phase, wo man mit Business Angels arbeitet, ne? Das heißt mit Leuten, die jetzt nicht tatsächlich irgendwie den großen Fonds verwalten, sondern mit ihrem eigenen Geld unterwegs sind. Genau, oder wie gesagt, so klassisch Family, Friends and Fools. Ne? Ja, prima. Und genau, ABC wären sozusagen die drei großen Runden vorher. Also dementsprechend Slack, sieht man schon, hat schon eine ordentliche Finanzierungshistorie hinter sich. Ja, da die sind jetzt quasi, ich bin mit Zahlen stärker als mit dem Alphabet, aber das ist dann sozusagen acht. Die siebte. Ja, Entschuldigung, ja, da sehen wir es, genau. Wie gesagt, mit Zahlen bin ich stärker als mit dem Alphabet. Genau, die achte Runde ist das sogar. Genau, ja. Gut, genau. Gibt es noch eine andere Frage? Sonst gehe ich weiter. Im Moment gerade nicht. Okay, sehr gut. Genau, also dann schauen wir mal in dieses Thema Startup-Bewertung rein. Und als allererstes, nur so als kleinen Aufhänger und Einstieg, was man definitiv sagen kann und muss, ist, dass die Bewertung von Startups definitiv irgendwie anders läuft als die von etablierten Unternehmen. Also auf der Folie habe ich einfach nochmal gesammelt im oberen Bereich die Kennzahl Unternehmenswert zu Umsatz. Ja, und das oben sozusagen für große US-Startups, ja, da war ich ehrlich gesagt ein bisschen faul, für die kriegt man halt die Daten relativ einfach und schnell, deswegen habe ich das jetzt mal für Amerika hier gemacht. Und unten mal zum Vergleich die 500 größten amerikanischen Unternehmen. Und vielleicht sieht man schon, also bei diesem Verhältnis Unternehmenswert zu Umsatz, da bewegen wir uns bei den 500 größten irgendwie in so einer Range bis hoch zu 30, was übrigens auch schon gewaltig ist. Aber bei den Startups, da musste ich ehrlich gesagt hier sogar eine logarithmierte Skala nehmen. Das hat nicht mal mehr linear funktioniert. Da hätte man gar nichts drin drauf gesehen, weil da wirklich so extreme Schwankungen drin liegen. Was wollen wir daraus mitnehmen? Eigentlich ehrlich gesagt nur den Satz, dass es irgendwie anders läuft und andere Werttreiber geben muss, als bei normalen Unternehmen. Ja? Und jetzt seid ihr wieder dran und ich würde einmal ganz gerne wissen, was ihr sozusagen glaubt, was eigentlich so Faktoren sein könnten, die quasi den Wert eines Startups treiben. Ja?
So, genau, dann könnt ihr da wieder anfangen. Ich muss aber wahrscheinlich euch einmal zuvorkommen und die Umfrage freigeben. Jetzt könnte es klappen. Risk, Future Prospects, Growth. Genau, Wachstum ist schon immer eine gute Idee. Genau, Future Prospects geht es ja letztlich auch um Wachstum. Genau, der Disruptionsgrad, sehr schön, genau, den werde ich mir sozusagen auch gleich einmal vorknöpfen. Und Risiko, genau, Risiko habe ich auch schon irgendwo gelesen. Genau. Also tatsächlich, sagen wir mal, das Thema Wachstum und Risiko, ja, das würde ich mal zusammenfassen als Unsicherheit, ja, also im positiven wie im negativen Sinne, ne? Extreme Wachstumshoffnung und Aussichten, auf der anderen Seite natürlich auch das Risiko, dass sich das nie irgendwie in ein Geschäftsmodell überführen lässt, mit dem man wirklich Geld verdient, ja, also das ist so diese Uncertainty-Perspektive oder Dimension. Und die andere ist tatsächlich, wie disruptiv ist eigentlich dieser Laden? Ne? Also gerade bei einer Bewertung, also das Grundprinzip beim Bewerten ist, bewerten heißt vergleichen. Ja? Also wer schon mal irgendwie eine Vorlesung zur Unternehmensbewertung gehört hat, der wird diesen Satz an den Kopf gehauen bekommen haben und der ist die Grundlage in der Multiplikatorbewertung, aber auch in der DCF-Bewertung, wo das so die zwei großen Klassiker sind. Und je disruptiver so ein Startup ist, desto schlechter funktioniert es eigentlich, ja, mit diesen zwei Methoden da irgendwie ranzugehen, ja. Genau. Und da wollen wir jetzt mal reinschauen. Genau, auf jeden Fall, ich gucke hier nochmal. Das sieht auf jeden Fall schon mal alles ganz gut aus. Also ich glaube, diese zwei Dimensionen, die haben wir hier schon gut identifiziert. Genau, schön ist auch Team wurde relativ oft genannt. Da, genau, werde ich gleich noch ein kleines Zitat dazu zeigen aus einer aus tiefen Interviews, die eine Masterarbeitsstudentin bei mir letztens abgegeben hat. Da kam wirklich, also für mich als tatsächlich ein Bewerter oder der sich sozusagen mit den finanziellen Grundlagen von Unternehmenswerten beschäftigt, extrem viele frustrierende Antworten raus. Genau, und drei davon zeige ich einfach gleich mal. Da gehen wir mal zurück. Hoppla, das ist die falsche Präsentation. Moment. Die machen wir wieder weg. Hier wollte ich hin. Genau. Also einmal das ganze Thema Disruptionsgrad. Ja, das sehen wir hier links. Peculiarity ist das, was man sozusagen da im Englischen sagt. Das ist sozusagen so ein bisschen die Einzigartigkeit. Und Einzigartigkeit ist eigentlich der Feind des Bewerters, weil ne, wer so Multiplikatorverfahren kennt, haben wir jetzt nicht viel Zeit, das im Detail zu besprechen. Aber Multiplikatorverfahren basieren immer darauf, dass ich versuche, irgendwie eine Peer Group zu finden, die total vergleichbar ist. Und dann gucke ich sozusagen, wie da Unternehmenswert und irgendein Treiber im Zusammenhang stehen. Unternehmenswert und EBIT oder Unternehmenswert und EBITDA. Und dann sage ich, okay, mein EBITDA kenne ich, dann wende ich doch diesen Multiplikator darauf an. Ja, aber wenn man gar keine vergleichbaren Unternehmen findet und sagen wir mal, der Erfolg von Startups kommt ja auch daher, dass sie irgendwie disruptieren und dass es nicht irgendwie das 37. MeToo ist, dann funktioniert das natürlich nicht. Ne? Und selbst bei der DCF-Bewertung hat man Probleme, weil da will man ja immer diskontieren, ne, mit einem WACC, Weighted Average Cost of Capital. Und auch dafür braucht man irgendwie vergleichbare Unternehmen, mit denen man zu einem sogenannten Beta-Faktor kommt. Ne? Können wir jetzt auch nicht en Detail einsteigen, aber ist dann natürlich auch Teil der Finance-Vorlesung bei uns im Masterprogramm, wie man sinnvoll zu Kapitalkosten kommt. Und auch das ist was extrem schlecht funktioniert für Startups. Ja? Genau. Und auf der rechten Seite sehen wir das ganze Thema Unsicherheit einfach nochmal mit einem kleinen Bildchen illustriert, wo man eigentlich sieht, wie viele Startups man oben reinkippen muss, damit am Ende unten
überhaupt Unicorns rauskommen, das ist schon mal ganz verrückt, aber auch überhaupt Läden rauskommen, die vielleicht langfristig existieren und tatsächlich Geld verdienen. Ja? Also da gibt es natürlich jetzt 100 verschiedene Statistiken, das ist hier auch wieder so ein Ding von CB Insights. Die Kernaussage, ohne jetzt, dass wir uns da sozusagen an den Zahlen zu sehr festhalten, die Kernaussage ist, da kommen wirklich nur ganz, ganz wenige durch und das muss ich ja irgendwie in dieser Bewertung abbilden. Ja? Also einmal dieses extreme Wachstum, diese Wachstumschance und auf der anderen Seite dieses extreme Risiko. Ja? Gut. Und das Schöne ist, diese zwei Sachen, die sind zumindest noch irgendwie objektiv, rational, die können wir nachvollziehen. Ne? Dann kann es natürlich noch so ganz andere Gründe sein. Also geben, so eine ganz verrückte Sache ist das Thema Unicorn Club. Tatsächlich ist es so ein bisschen self-fulfilling. Also wenn ich als Einhorn eingestuft bin, als Startup, dann erhöht das ziemlich oft meine tatsächliche operative Performance. Warum? Weil ich kriege kostenlos Publicity, ne? Ich gelte als erfolgreich, über mich wird berichtet. Ich kann relativ oft sozusagen meine Kundenbasis einfach nur dadurch erhöhen, dass ich jetzt sozusagen Publicity hatte, dass ich eben in diesen Club der Einhörner aufgenommen wurde. Und auch in der Finanzierung bringt das extreme Vorteile. Mehr Investoren werden auf mich aufmerksam. Ich gewinne eine Größe, dass ich jetzt auch relevant bin sozusagen für einen Börsengang. Und schon allein das treibt sozusagen die Bewertung. Und das ist natürlich ein ganz schön blöder Anreiz, ne, wenn man mal so überlegt, weil das heißt, dass Investoren, die jetzt schon investiert sind in dem Laden, in der nächsten Finanzierungsrunde relativ starken Anreiz haben zu sagen, naja, sonst lasst uns doch lieber sozusagen ein paar weniger Prozente nehmen für das, was wir jetzt wieder reinlegen in der nächsten Runde. Und dafür schaffen wir aber medienwirksam den Eintritt in den Einhorn-Club. Ja. Und das ist natürlich was, das können wir gar nicht irgendwie greifen mit Bewertungsmethoden, aber das ist was, was natürlich auch passiert. Und dann gibt es natürlich noch diese Sache, die kann man, wenn man es weiß, kann man die versuchen zu bewerten. Das ist dieser sogenannte Wettbewerbseffekt, dass es manchmal gar nicht darum geht, was sozusagen ein Startup tatsächlich generieren kann an zukünftigen Erträgen oder Werten, sondern es vielmehr darum geht, was kann jemand anders verlieren? Und das ist ja nicht immer ein Nullsummenspiel. Und das ist vor allem was wir im Bankensektor sehr stark sehen, wo wirklich Fintechs für teilweise also völlig irrwitzige Summen aufgekauft werden, aber einfach, weil man sozusagen Angst hat, dass wenn etwas wirklich komplett zu Ende entwickelt wird, dass dann auch das eigene Geschäftsmodell zusammenbricht. Ne? Und oft genug passiert dann das Traurige, dass sozusagen das Startup auch in gewisser Weise einschläft. Gewollt oder ungewollt, manchmal ist es auch einfach, weil es dann in einer großen Konzernstruktur hängt. Aber es ist tatsächlich was passiert und was wir beobachten. Ja? Die zwei Sachen werden wir nicht so gut greifen können. Die anderen zwei schon, ne? Also Einzigartigkeit und Unsicherheit, das ist was, womit man sich zumindest auseinandersetzen kann. So, jetzt ist es aber so, je größer Unsicherheit und Einzigartigkeit ist, desto schwieriger wird es, da bin ich ganz offen sozusagen, mit einer sinnvollen Bewertung ranzukommen. Ne? Und hier sind jetzt auch mal so ein paar Statements aus diesen tiefen Interviews, die Masterstudentin da in ihrer Masterarbeit an den Kopf geworfen bekommen hat. Ne? Also da gab es zum Beispiel die Aussage, ja, ich mache gar keine richtige Bewertung, weil am Ende ist jedes Investment, was ich mache in ein Startup, ist eigentlich wie eine Wette. Und entweder da steckt hinten der große Lotto-Hauptgewinn drin oder eben nicht. Ja? Und da geht es mir wirklich nur, und da sind wir beim nächsten Zitat, eigentlich darum, glaube ich an die Idee und glaube ich an das Team. Ja. Und dann auch gerne gesagt ist, ja, ich mache auch keine Bewertung. Ich gucke sozusagen, was ist es eigentlich, was der Markt bietet. Also wenn es 3 oder 4 Investoren gibt, dann wird sich schon irgendwie eine Bewertung bilden. Ja? Was natürlich skurril ist, weil irgendwo muss es ja mal losgehen. Irgendeiner muss sich ja mal überlegen, was fundamental als Wert dahinter steht. Aber das ist so das, was man im Großen und Ganzen hört. Und was natürlich schon richtig ist, ist, was sozusagen das Wahre ist an diesen Aussagen ist,
Es gibt definitiv keine Bewertungsmethode, die diese großen Unsicherheits- und Einzigartigkeitsdimensionen irgendwie erschlagen könnte. Aber, und das ist mein Punkt, warum der Vortrag hier nicht enden sollte, die Methoden können extrem helfen, die richtigen Fragen zu stellen. Also die richtige Methode kann helfen, die richtigen Fragen zu stellen. Und die Methode, die dementsprechend von extrem vielen Venture Capital Investoren verwendet wird, ist quasi die, die wir uns jetzt hier auch mal angucken wollen. Ne? Also wir gehen jetzt hier nicht auf alles ein, was ich auf dieser Folie habe, sondern nur auf eine Sache. Und das ist die sogenannte Venture Capital Methode. Ja, jetzt sehe ich gerade es vielleicht so ein bisschen irreführend, als wäre das ein akademischer Ansatz. So ist es nicht gemeint, sondern es gibt quasi praktische Ansätze. Da werden Multiplikatoren verwendet, verschiedenste DCF-Verfahren und eben die VC-Methode. Und akademisch wird eigentlich propagiert, entweder so ein Real Options Ansatz, das habe ich wie gesagt auch mal beforscht, das macht leider wenig Sinn oder wenig Spaß. Und dann eben Verbesserungen in der VC-Methode oder Anpassungen im DCF. Ja. Aber das, wo es wirklich eine Überschneidung gibt aus beiden, ist eigentlich diese VC-Methode. Und die wollen wir uns jetzt mal ein bisschen mehr im Detail anschauen und so, dass ihr die hoffentlich danach auch durchaus anwenden könnt. Wenn ich ganz kurz unterbrechen Ja, darf, wir ja. sind jetzt bei kurz vor 7:30, nur so fürs Timing ein Ja, bisschen. genau. Ja, sehr gut. Genau. Genau, das sind 5 Schritte und die laufen wir jetzt einmal durch. Schritt 1 ist sozusagen, dass wir uns mal überlegen müssen, wie entwickelt sich die Performance des Unternehmens, zum Beispiel EBIT oder EBITDA und das bis hin zu einem Jahr, in dem wir glauben, dass der Exit liegt. Ja, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber tatsächlich ist es so, dass man in der Regel davon ausgeht, dass wenn ich jetzt anfange mit einem Startup und wirklich mit Seed-Finanzierung, ne, also ersten Business Angels, dann ist der Plan in der Regel schon, dass man so in 6 bis 8 Jahren, im Schnitt vielleicht in 7 Jahren, das Ding exitet. Und dann muss man sich halt überlegen, wie weit kann ich bis dahin eigentlich gekommen sein? Was ist irgendwie realistisch? Ne? Und ich weiß, das klingt jetzt total skurril, so anzufangen. Und da kommt auch nie irgendwie was total Richtiges raus. Aber da schlummern dahinter ein paar Fragen und Diskussionen, die man mit den Investoren diskutiert, wo die Investoren merken, ah, okay, die Typen haben Ahnung von dem, was sie sagen. Und für die Gründer wiederum bedeutet die Beantwortung dieser Fragen eigentlich, dass man ganz, ganz viel darüber lernt, ob sich das eigentlich lohnt, was man da machen will und ob überhaupt der Plan, den man im Kopf hat, einer ist, der am Ende trägt oder ob man schon von vornherein über ein ganz anderes Businessmodell nachdenken muss. Ne? Und da hilft diese Methode, wie gesagt, ne? Weil ganz oft würde man sich zum Beispiel vom Markt her nähern, überlegen, was ist eigentlich der relevante Markt, welche Kunden gibt es da? Wie entwickelt sich der Markt in Zukunft? Wie viel davon können wir überhaupt mit unserer Lösung greifen? Und was würden die Leute dann eigentlich dafür zahlen? Ne? Und wenn ich das dann weiß, dann kann ich mir nur überlegen, na gut, wenn das jetzt so hochskaliert ist, wie viel muss ich denn eigentlich ausgeben, um die Leute dann da tatsächlich zu bedienen? Ne? Wir gucken auch gleich auf ein kleines Beispiel, wo ihr selber einmal rechnen sollt. Aber das sind so die strategischen Fragen, die dahinter liegen. Ne? Und das ist, wie gesagt, auch ein Kern überhaupt von Corporate Finance, dass wir versuchen, Methoden und strategisches Denken und Handeln zusammenzubringen. So, der zweite Schritt ist dann, wir müssen ein Multiple finden, was zu diesem EBITDA passt im Exit-Jahr. So, jetzt haben wir ja gesagt, Multiplikatorbewertung, ganz blöd bei so Startups, vor allem wenn die irgendwie disruptiv sind. Das ist richtig. Die Venture Capital Methode, die verfrachtet das Problem einfach in die Zukunft. Weil man sagt quasi so im Exit-Jahr, naja, dann nähert man sich ja schon so einem eingeschwungenen Zustand. Da ist das Ding jetzt gar nicht mehr ganz so disruptiv, sondern da gibt es auch irgendwie andere gut gewachsene Startups, mit denen man das Ding dann irgendwie vergleichen kann. Und wenn man halt nicht sagt, vergleichbar ist jetzt unbedingt das Marktfeld, dann kann man zumindest sagen, die Reife ist in irgendeiner Art und Weise vergleichbar. Das ist natürlich auch wahnsinnig schwammig, aber hilft halt auch wieder, um das Gesamtproblem, die Gesamtkomplexität einfach zu zerlegen. Jetzt kann ich quasi mit den Investoren diskutieren,
was ist denn für mich eigentlich vergleichbar? Vielleicht ist es ja das Businessmodell, ne, dass ich irgendwie eine Art Abo-Modell schaffe, ja, die sich dann irgendwie hochskaliert. Oder ist es der Markt, in dem ich unterwegs bin? Ne? Also solche Geschichten kann man dann überlegen und dementsprechend überlegen, was da irgendwie ein vergleichbares Multiple sein könnte, was schon mal gezahlt wurde. Ja? Und dann muss man eben sagen, auf was geht dieses Multiple? Das habe ich jetzt schon ein bisschen vordefiniert. Ich würde immer sowas wie den EBIT oder den EBITDA nehmen. Ja? Einfach, weil der nicht von irgendwelcher Finanzierung zerschossen ist. Aber da gehen wir jetzt mal nicht tiefer drauf ein. Genau, und dann im dritten Schritt überlege ich mir eigentlich, na gut, wie diskontiere ich denn jetzt diesen zukünftigen Wert, der da irgendwie im Exit-Jahr auftreten soll? Ja? Und da brauche ich jetzt irgendwie eine risikoadjustierte Diskontrate. Und da muss man sagen, da gibt es kein theoretisches Modell, was einem hilft. Aber es gibt ein paar empirische Studien, wo man gesagt hat, naja, so Frühinvestoren, die haben in der Regel mit einer riesigen Standardabweichung, aber haben die halt durchschnittliche Renditen von 70-80%. Welche, die ein bisschen später reinkommen, da geht es dann irgendwo Richtung 50%. Und wenn man dann so ganz zum Schluss, so im letzten Bridging ist, bevor man vielleicht irgendwie an die Börse geht, dann sind wir halt so in diesem Bereich 20-30%. Ne? Oder wenn es auch irgendwie so eine Wandelmöglichkeit von Fremdkapital zu Eigenkapital gibt, also so ein Mezzanin. Ne? Das sind mal so Werte, die man grob nehmen kann, aber da gibt es, wie gesagt, kein theoretisches Modell wie normalerweise in der Unternehmensbewertung. Ne? Wer da schon mal ein bisschen was gehört hat, kennt ja das CAPM. Das funktioniert hier nicht. Aber das wäre trotzdem so ein Herangehen, wie man es machen kann. Ja, und dann ist man ehrlich gesagt schon so am Ziel. Ja? Also Schritt 4 ist dann tatsächlich, wir diskontieren diesen riesigen Zukunftswert und kommen damit dann sozusagen auf eine heutige Bewertung. Und dann müssen wir uns nur noch überlegen, na gut, wenn das Unternehmen, um da am Ende hinzukommen, zu diesem Exit-Erlös, wenn die dafür x Millionen brauchen, dann was sind denn x Millionen von diesem heutigen Unternehmenswert? Und dann kennen wir diesen fairen Anteil. Ne? Also hier mal in Formeln sozusagen aufgeschrieben, ja, erst die Diskontierung dieses zukünftigen Unternehmenswerts und dann quasi die Berechnung von diesem Alpha. Ja. So, und das ist jetzt der Schritt, den ich euch nochmal ganz gerne überlassen würde, dass ihr einfach mal versucht, an diesem Beispiel entlang selbst diese Methode anzuwenden. Ja. Ihr könnt quasi gerne schon loslegen und ich kommentiere das auch gleich. Ich wollte nur einmal noch schnell zeigen. Klappt jetzt leider nicht so. Ist auch gerade noch eine Frage gekommen. Ah ja, sehr gut. Genau, gerne schon mal fragen und ansonsten sage ich schon mal, dass man hier in der Slido-Umfrage weitermachen kann. Genau, und dann beantworte ich gerne die Frage. Ja. Die Frage lautet, wie lang ist denn so ein üblicher Bewertungsprozess? Das heißt, wie lange dauert es, bis man so ein Venture-Capital-Modell für ein Startup evaluiert hat? Ja, genau, das sah ja gerade so aus, als würde das super schnell gehen. Ne? Dem ist nicht ganz so. Weil ich muss ja erstmal irgendwie dahin kommen, dass ich sozusagen diesen zukünftigen EBIT oder EBITDA forecasten kann. Und dafür brauche ich in der Regel eine Marktanalyse, dass ich verstehe, wie groß ist der Markt, wer sind da die Kunden, was sind die bereit zu zahlen und so weiter. Das heißt, dahinter liegt in der Regel schon sozusagen so ein komplettes Pitch-Deck mit Analysen durch den Markt, die Kunden, den Wettbewerb letztlich hindurch. Ja, so, genau, die Umfrage habt ihr schon gesehen. Ich gehe mal hier zurück auf die Folien. Voilà. So, genau. Da könnt ihr sozusagen nochmal euch die Annahmen anschauen und es dann jetzt gerne einmal selbst probieren. Ich kann inzwischen noch was zu diesem Prozess sagen. Also tatsächlich ist es dann so, dass man als Gründer schon irgendwie einen kompletten Pitch, also durchaus auch schon im Seed, also in der frühen Finanzierung mitbringen muss. Und da stecken in der Regel schon ein paar Wochen Arbeit drin, ne? wenn man das seriös gemacht hat. Und dann kommt aber das, was ich vorhin versucht habe, in aller Kürze irgendwie darzustellen, es kommt vor allem erstmal zu einem informierten Gespräch mit dem Investor. Also
keiner wird jetzt sagen, das ist der Wert und der ist in Stein gemeißelt, sondern ich sage eben, ich glaube nach all meinen Analysen, dass der Markt so und so groß ist und dass wir davon so und so viel auch wirklich gewinnen können in 5 Jahren, weil wir A, B, C, D, E, F machen. Und das sind genau die Sachen, die der Investor wissen muss. Haben die Leute einen Plan, was sie da eigentlich tun und wie sie da hinkommen wollen? Und glaube ich an diesen Plan und glaube ich daran, dass die das umsetzen können? Ne? Und deswegen spielt die Bewertung sozusagen immer ganz viel mit dieser strategischen Frage, glaube ich an die Idee und glaube ich an das Team, immer ganz, ganz eng zusammen. Ja. Es kamen gerade noch 2 Fragen, Herr Dr. Schreiter. Ja. Die eine, 3 Fragen sogar. Die eine war ganz kurz, ob man die Angaben nochmal sehen kann. Das sind, glaube ich, die Sligo-Angaben, die gemeint waren. Ach so, nicht. Oder die Angaben zu der Aufgabe, oder? Weil, zu der Aufgabe. Genau, weil die sind jetzt wieder zu sehen, oder? Stimmt, alles klar. Ja? Michael, das müsste ich erledigt haben, ja. Dann war die zweite. Hoffe ich, genau. Ich war zwischendurch hier raus, ja. Deswegen, genau. Aber jetzt müsste wieder... Michael, wenn du es nicht sehen kannst, melde dich gerne nochmal. Dann war noch eine Frage, wie würdest du eine HR-Abteilung bewerten? Das war einmal eine Aufgabe in einer Case Study. Also wie würden Sie eine HR-Abteilung bewerten? Das war einmal die Aufgabe in einer Fallstudie. Okay, da müsste ich jetzt tatsächlich ganz viele Fragen stellen. Ne? Also die Frage ist ja sozusagen, wie misst man jetzt den Ertrag einer HR-Abteilung? Ne? Das ist möglich, ne? Das kann man sich irgendwie überlegen. Aber dafür müsste man tatsächlich ein bisschen mehr im Detail sprechen, weil klassischerweise ist in einem Unternehmen eine HR-Abteilung erstmal wirklich ein Cost-Center. Ne? Also da kann ich dann gar nicht bewerten. Ne? Einen Business-Bereich kann ich bewerten. Beispielsweise ist jetzt so lange her, dass man den Namen sagen darf. Ich habe mal vor vielen Jahren bei Berger verschiedene Bereiche bei der Mikro bewertet. Die Mikro ist... ein großer Schweizer Lebensmitteleinzelhändler, die aber auch hintendran, eigentlich ganz cool, 75% ihrer Produkte selbst herstellt, ja, in sogenannten Eigenindustrien. Ja. Das sind 10 große Betriebe und die wollten sozusagen auch mal herausfinden, wie ist denn die Performance dieser einzelnen Dinger, wie viel trägt jeder einzelne Bereich zum Gesamtwert des Unternehmens bei. Und das funktioniert gut, weil da kann ich sozusagen Erträge messen und Kosten messen und kann tatsächlich sagen, was ist der Kapitalfluss je Einheit. Bei so einer funktionalen Einheit wie einer HR-Abteilung funktioniert das eher schlecht. Da muss ich irgendwie ja erstmal eine künstliche Währung schaffen. Was ist jetzt deren Ertrag sozusagen? Ne? Was sparen die mir vielleicht dadurch, dass sie super Leute von der HRL holen oder so? Ne? Das könnte man jetzt so als Währung versuchen einzuführen. Ja? Wie viel Schaden machen die HRL-Leute weniger als die von anderen Business Schools? Ja? Genau. Gut, aber wenn wir dazu ernsthaft nochmal sprechen wollen, dann gerne auch einfach im Nachgang eine E-Mail schreiben. Meine Kontaktdaten sind auch hinten dran. Genau, können wir uns zu sowas sonst auch gerne mal austauschen. Genau, gab es noch eine Frage? Im Moment nicht. Okay, dann würde ich mal schauen, welche Lösungen sich hier sozusagen gebildet haben. Und dann auch... ich schaue auch ein bisschen auf die Zeit, dann sozusagen auch, dass wir schauen, dass ich es auflöse. Genau. Gut, ich weiß nicht, ich habe zwischendurch aus Versehen vorhin mal auf die Lösung weitergeklickt, ob die 6 Leute, die das jetzt hier angegeben haben, dadurch darauf gekommen sind. Ich unterstelle und hoffe jetzt einfach mal, dass es tatsächlich per Berechnung geklappt hat. Für die, wo es nicht geklappt hat, auch gar kein Problem. Ihr kriegt danach ja auch die Folien und könnt das sozusagen nochmal Schritt für Schritt nachvollziehen. Und jetzt werde ich es dann quasi auch auflösen. Also 15 Millionen wäre hier sozusagen der erwartete EBITDA in 5 Jahren. Wo kommt das her? 500 Millionen ist die Marktgröße, 20% der Marktanteil, 15% die EBITDA-Marge. Das klingt jetzt alles so rausgeschossen, aber wie gesagt, da steckt in der Regel dann ganz, ganz viel Analyse dahinter, die dann auch von den Investoren sehr, sehr kritisch hinterfragt wird. Und dann einigt man sich vielleicht auf eine andere Marktgröße oder auf einen anderen Marktanteil oder auch auf eine andere Marge und kommt dann dementsprechend hier schon ganz anders an. Aber so ist erstmal die Grundidee.
Dann, genau, das Ding ist hier 5 Jahre weg. Dementsprechend ist hier mal so grob gesagt, 50% ist die Diskontrate. 6 ist das Multiple, was man aus irgendeiner Art von vergleichbarer Online-Plattform abgeleitet hat. Auch das ist was, was man sehr stark mit den Investoren sozusagen diskutiert. Und dann haben wir halt hier eine Bewertung von 11,9 Millionen. Und wenn das Unternehmen gerade für den nächsten Wachstumsschritt 2 Millionen braucht, dann ergibt sich da ein Anteil von 16,9%, den man rausgeben muss an die Investoren, um diese 2 Millionen zu bekommen. Ne? Wie gesagt, davor steht ein langer Prozess, aber so funktioniert die Methode. Ja? So, wie gesagt, Punkt 1, der es komplex macht, langer Prozess und man muss diese ganzen Annahmen schon irgendwie begründen, obwohl man natürlich schon weiß, dass man jetzt nie da ganz richtig sein wird. Aber am Ende muss man die Investoren damit überzeugen. Zweite Komplexität, und keine Angst, da gehen wir jetzt nicht ins Detail, ich habe es hier oben schon drauf geschrieben, ich will es nochmal so als Ausblick zeigen. Das Zweite ist, es ist ja blöderweise meistens nicht so, dass es mit der einen Finanzierungsrunde getan ist, sondern da kommen weitere. Und das bedeutet, man muss letztlich darüber nachdenken, was passiert eigentlich in den folgenden Jahren, wie viel Investitionen brauche ich wieder, was sind die Bewertungen auf dem Weg dahin, ja, und dann sozusagen, was sind die Anteile, die ich dann dementsprechend rausgeben muss an die neuen Investoren und inwieweit verwässert das die alten Investoren. Und sozusagen ein alter Investor, wenn der schon weiß, dass aus dem Businessplan ersichtlich ist, dass eigentlich da noch 2 Finanzierungsrunden kommen, dann muss der das natürlich antizipieren. Und dann würde der jetzt nicht nach 16,9% fragen, sondern jetzt hier in meinem kleinen Mickey-Maus-Beispiel nach 18,6. Ja. Wie gesagt, das ist aber ein Thema dann wirklich für die Vorlesung, wollte ich nochmal als Ausblick mitgeben. Und eine andere Sache, die ich als Ausblick mitgeben wollte, ist das Thema, dass man sich sozusagen auch mit anderen verrückten Methoden der Sache nähern kann, akademisch. Ja, man kann nämlich simulieren. Ja. Da kann man ganz gut die Unsicherheit abgreifen, aber in der Regel muss man irgendwie 40 Parameter bestimmen. Also da gibt es so ein Schwarz-Moon-Modell, das seht ihr dann hier auch in den Folien mal im Ansatz. Hat man Anfang der 2000er sehr viel gemacht, und hat sich aber als wenig praktikabel letztlich herausgestellt. Ja. Aber, und deswegen zeige ich es auch ein Stück weit, Simulationsansätze oder Realoptionsansätze sind was, was im Corporate Finance Bereich natürlich ganz andere super Anwendungen hat. Ne? Also für Startup-Bewertungen würde ich es direkt wieder streichen, macht gar keinen Sinn. Aber ansonsten gibt es echt coole Anwendungen dafür, wo ich zu deutlich besseren strategischen Entscheidungen komme, wenn ich mit so einer Monte-Carlo-Simulation da zum Beispiel drauf losgehe. Und wen das interessiert, da haben wir auch nächste Woche ein Webinar dazu, habe ich hinten dran aber auch nochmal eine Folie. Ja. Gut. Das war es eigentlich, was ich zu Startup-Bewertung zeigen wollte. Und jetzt nehme ich mir nochmal 3 Minuten und zeige einmal schnell, was noch bei dem Thema Startup-Finanzierung ein Thema ist. Ja? Jetzt haben wir quasi so dieses ganz große Thema aus dem Weg geräumt, dass wir gesagt haben, wie kann man sich jetzt eigentlich so einer Bewertung nähern und sagen, die und die Investition, da sollte der und der Anteil dahinter stehen. Jetzt habe ich ja gesagt, da ist noch so eine, da ist noch so eine zweite Frage offen, nämlich ob ich so extrapolieren kann. Ne? Also ob ich jetzt einfach sagen kann, na gut, 570 Millionen, 16,3% macht insgesamt 3,5 Milliarden. Und dazu will ich nur schnell sagen, das ist ziemlicher Käse. Das funktioniert nicht. Und der Grund dafür ist, dass blöderweise diese ganzen Finanzierungsrunden, die da hinten dran kommen, die kriegen immer so Vorzugsrechte, sogenannte Liquidationspräferenzen. Das heißt, es ist total skurril, der Investor, der später reinkommt, hat standardmäßig das Recht auf den ersten Rückfluss. Also nehmen wir mal an, da investiert jetzt einer 50 Millionen und hat dafür 20% der Aktien bekommen. Ja? Und jetzt ist es so, dass es dann doch am Ende nicht ganz so gut läuft und tatsächlich werden nur beim Exit nur 60 Millionen erlöst. Ja? Dann müsste man ja jetzt denken, der bekommt 20%
von 60 Millionen, das wäre die sogenannte Pro-Rata-Verteilung, ja, einfach nach Prozenten. Tatsächlich ist es aber so, der bekommt seine kompletten 50 Millionen in der Regel wieder. Warum? Weil er eine Liquidationspräferenz hat. Das heißt, er kriegt erstmal seine Investition zurück. Das ist sozusagen so wie sein Hedge, seine Sicherheit darauf. Und erst danach sind die nachstehenden Investoren dran. Ja? Und jetzt kann man sich ja, glaube ich, relativ einfach überlegen, wenn es sowas gibt, dann muss das ja eigentlich heißen, dass die Anteile, die später rausgegeben werden, deutlich mehr wert sind als die Anteile, die vorne rausgegeben werden. Ne? Und hier habe ich sozusagen nur mal so ein kleines, ganz einfaches Beispiel dazu aufgemalt. Da gibt es wirklich nur Common Stocks, also die ganz einfachen Aktien, die Stammaktien, und dann gibt es sozusagen so A-Aktien. Ja? Also die sind in so einer A-Serie in der ersten Finanzierungsrunde rausgegeben. Und da hat eine Aktie, die rausgegeben wurde, hatte sozusagen einen Wert von 100 Euro. 20.000 solche A-Aktien wurden rausgegeben. Das heißt, dieser Post-Money-Wert, dieser einfach hoch extrapolierte, der wäre 10 Millionen. Tatsächlich ist es aber so, dass der faire Wert des Unternehmens, ne, wir schenken uns jetzt mal, wo das alles herkommt, aber so ungefähr 8,7 Millionen ist. Ja. Wie man das ermittelt, das zeige ich gleich auf der letzten Folie. Das macht man nämlich mit Optionsbepreisung. Da wird es dann tatsächlich technisch. Ja. Aber man kann jetzt quasi gucken, wenn, ne, hier haben wir auf der X-Achse diese Exit Proceeds laufen, also das, was ich wirklich auslöse am Ende aus dem Unternehmen, da bekommt eben am Anfang, bis wir sozusagen, jetzt muss ich kurz rechnen, bis wir bei 2 Millionen angekommen sind, bekommt nur der Typ was, der sozusagen, oder die Investoren was, die solche A-Shares genommen haben, und erst dann holen sozusagen diese Common Shareholders, also die ganz normalen Stammaktionäre, das sind im Übrigen in der Regel die Gründer und auch die Mitarbeiter, wenn es so Mitarbeiterbeteiligungspläne gibt, erst dann holen die sozusagen auf. Und erst hier, wenn die komplett aufgeholt haben, dann gehen wir quasi in so eine Pro-Rata-Verteilung. Ja? Und das führt jetzt in unserem Falle hier beispielsweise dazu, ja, in diesem ganz, ganz einfachen Beispiel, dass der Wert der Stammaktien nur 63,60 Euro ist, während sozusagen die A-Aktien 100 Euro wert sind. Und im Schnitt ist das Unternehmen sozusagen je Aktie 86,9 Euro wert. Ja. Und um sowas aber herauszufinden, braucht man jetzt tatsächlich schon ein größeres Besteck, weil wer schon mal so ein bisschen vielleicht eine Einführungsveranstaltung Optionen gesehen hat, der weiß, die haben immer solche Payoffs, die, ne, die haben so Kanten und Ecken drin. Also da kriegt man bis zu einem gewissen Strike-Preis nichts und dann geht es irgendwie los. Ne? Und das ist, wenn man mal genau guckt, sowas, wie wir es hier eigentlich auch in diesem kleinen Bildchen sehen. Ne? Und da muss ich jetzt wirklich mit Optionsbepreisung rangehen und dann finde ich da aber echt extreme Wertabschläge auf sozusagen jüngeren Anteilsklassen, ne, oder auf untergeordneten Anteilsklassen. Und das ist echt massiv. Ne? Und was ich euch mal hier reingehangen habe, da gehen wir jetzt nicht im Detail durch, aber das ist eine kleine Case Study von Revolut. Könnt ihr dann einfach mal so Schritt für Schritt durchgehen. Da sind sozusagen wirklich echte Zahlen drin und ich denke, so erklärt, dass man es zumindest in Ansätzen versteht. Ansonsten könnt ihr euch da auch gerne nochmal melden. Die sind jetzt bis zu so einer Series D gekommen und haben halt auch solche Liquidationspräferenzen rausgegeben. Das heißt, dass man seine Investition immer noch mal wiederbekommt im ersten Schritt. Und das führt dazu, ups, das hier wollte ich zeigen, das führt dazu, also jetzt wirklich, das sind echte Zahlen, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie ausgedacht, das ist auch nicht ein extremes Beispiel, sondern das ist eigentlich bei jedem Startup so, also jedem Startup, was ein paar Finanzierungsrunden gemacht hat, dass hier die Leute, die sozusagen die Stammaktien halten, deren Wert je Aktie ist jetzt hier in dem Beispiel 40% niedriger als der Wert je Aktie von denen, die als allerletzte rein investiert haben. Ja, also die hier, ja, da steht ja 0% an Discount und hier haben wir 41%. Also richtig heftig, ne? Und das ist gerade ein Thema, was sozusagen akademisch heiß diskutiert wird, was aber auch die VC-Funds brennend interessiert.
Wobei die wollen es natürlich gern irgendwie unter der Decke halten. Ist ein sehr unangenehmes Thema, weil es gibt ja Investoren in diese VC-Funds und jetzt denen gegenüber zu reporten, zu sagen, naja, ehrlich gesagt, da gibt es inzwischen zwei Investoren, die stehen über uns. Da gab es zwei neue Finanzierungsrunden und jetzt haben wir da einen ganz schönen Discount. Das wollen die natürlich nicht, aber intern wollen die natürlich schon wissen, wie groß diese Abschläge sind. Und die Investoren in diese VC-Funds rein, die interessiert das brennend. Ne? Also so Pensionskassen beispielsweise, die da auftreten, die wollen das natürlich wissen. Und wer das auch unbedingt wissen muss, sind Gründer. Ja? Also für die ist das natürlich ein extrem wichtiges Thema, zu wissen bei jeder Finanzierungsrunde, wie viel Wertabschlag nehmen Sie denn dann eigentlich auf Ihrem Wert die Aktie in Kauf? Das heißt nicht, das darf man jetzt nicht damit verwechseln, dass die direkt Geld verlieren, ne, weil in der Regel steigt ja trotzdem die Bewertung von Runde zu Runde. Aber sie steigt eben nicht so stark, wie man so ganz einfach denken würde, weil tatsächlich gibt es wieder einen Seniorenclaim, der sich oben anstellt. Ja? Und das ist so ein Thema, was wir dann eben in Entrepreneurial Finance wirklich auseinandernehmen und auch, glaube ich, ganz schön auseinandernehmen mit vielen, vielen Gesprächspartnern von VC-Funds, von Startups, die da auch so ein bisschen aus ihrer Erfahrung berichten. Genau. So, das war eigentlich das Letzte, was ich noch sagen wollte. Genau, hier hinten habe ich diese Punkte, die ich gerade gesagt habe, nochmal zusammengeschrieben. Und die zwei Events, die ich angesprochen habe, die sind hier hinten auch nochmal hinterlegt. Das seht ihr dann auch. Also einmal das Thema Simulation, was wir nächste Woche mal verhandeln. Und die Diskussionsrunde mit Gesprächspartner, wie gesagt, von Rocket und auch noch dem Julian Cabot, der das Thema lange bei der KPMG begleitet hat und inzwischen selbst bei einem Startup sich um Finanzierungsrunden kümmert. Mit den beiden darf ich das am Freitag mal diskutieren. Wie gesagt, wer sich da anmelden will, hier wäre die Chance. Gut, und ansonsten bin ich natürlich gerne, ups, da wollte ich noch nicht hin, hier hin, bin ich und natürlich auch Jana jetzt gerne noch bereit, eure Fragen zu beantworten, entweder nochmal zum Inhalt der Lecture, aber gerne natürlich auch zur HHL, zum Programm Leben in Leipzig, Career Service der HHL, schießt los, ja. Vielen Dank, Herr Dr. Schreiter. Ja, das ist auch von meiner Seite aus, ihr könnt gerne euch live schalten, euch unmuten. Oder auch in den Chat schreiben, wenn im Chat was erscheint, achte ich gerade ein bisschen drauf, da kommt schon was. Katrin Busch schreibt, mich interessiert ein PhD. In was für Bereiche steigen PhDs nachher oft ein? Sie haben ja selber die Promotion an der Handelshochschule Leipzig absolviert. Ja, genau. Für mich war sozusagen das Thema unter Unternehmensberatung dann so ein bisschen durch, ja. Also ich bin Vater geworden und wollte dann nicht mehr so viel durch die Weltgeschichte reisen. Ich habe damals bei Berger bei jedem internationalen Projekt hier und jetzt geschrien, war lange in Afrika und viel in Osteuropa unterwegs. Genau, und dementsprechend war das für mich jetzt kein Weg, nach dem PhD irgendwie wieder zurückzugehen in die Beratung. Tatsächlich sind Leute, die aber bei uns den PhD gemacht haben, da auch extrem relevant und gefragt, ne? Weil man in der Regel weiß, dass bei uns sozusagen nicht nur im Elfenbeinturm geforscht wird, sondern dass auch Praxis angewandt ist, ohne dass es aber jetzt irgendwie auch nur in der Bäckerzeitschrift erscheint, ohne der Bäckerzeitschrift zu nahe treten zu wollen. Auf jeden Fall, das ist ein Weg, den man oft sieht. Dann ganz klassisch ist so Vorstandsassistent oder Assistentin im ersten Schritt. Ja, aus irgendeinem Grund müssen das in Deutschland auch immer Promovierte sein. Aber das ist tatsächlich auch natürlich ein super Sprungbrett in Personalverantwortungspositionen in den großen Unternehmen. Also das sehen wir auch so als Weg, ne? Ich glaube, wer jetzt zum Beispiel eine Karriere im Investmentbanking anstrebt, der kann auch promoviert haben, die Leute nehmen sie auch. Aber da ist es jetzt ein Invest, was sich sozusagen zumindest finanziell nicht unbedingt auszahlt. Also das ist jetzt nichts, was dort unbedingt gebraucht oder gefragt ist, ja, ein PhD. Wunderbar. Dann haben wir eine Frage zur Unterrichtssprache. Auf der Website der HHL ist zu entnehmen, dass die Unterrichtssprache Englisch ist. Sind nur die Skripte auf Englisch oder auch die Vorlesung? Vielen Dank für Ihren Vortrag. Okay, genau. Nein, auch die Vorlesungen sind auf Englisch. Also das, was ich gerade zum Besten gegeben habe, das
würde man im Studium dann auf Englisch hören, einfach auch der Tatsache, also einmal der Tatsache geschuldet, dass wir die Leute ja sozusagen dann auch in der Business-Sprache Englisch wirklich fit machen wollen, den finalen Schliff geben wollen und natürlich auch, weil wir einen großen Anteil internationaler Studenten haben. Ja. Dann haben wir noch eine Frage, gibt es ein NC für den Finance Master? Was sind so die allgemeinen NCs für die HHL? Genau. Jana, möchtest du dazu mal antworten? Ich kann auch meine Stimme nicht mehr hören. Das mach du ruhig mal. Kann ich gerne machen. Naja, in NC, also der Bewerbungsprozess an der HR läuft ein bisschen anders. Also man braucht jetzt nicht einen bestimmten Notendurchschnitt. Ne? Man kann sich auch natürlich gerne mit einer 1,0 bewerben, aber auch mit einer 2,5 oder 2,9. Das ist jetzt nicht unbedingt erforderlich, dass es... Wir haben keinen Cut bei einer bestimmten Note. Wir haben einen sehr, sage ich mal, individuellen persönlichen Zulassungsprozess. Also nachdem man sich beworben hat mit den Unterlagen, mit den notwendigen Unterlagen, durchlaufen alle ein persönliches Zulassungsinterview mit einem Professor der HHL, also zum Beispiel auch mit Herrn mit Max Schreiter jetzt zum Beispiel. Und da werden wir unter anderem Fachkenntnisse abfragen. Wird auch ein Case gemacht, soweit ich weiß. Und wir fragen aber auch persönliche Motivation und die persönliche Eignung. Also es geht auch sehr um den persönlichen Fit, wenn wir unsere Bewerber sozusagen prüfen. Und da ist die Note nur ein Bestandteil, aber nicht das Ausschlaggebende. Ne, der GMAT muss noch gemacht werden, TOEFL-Test, ne, sofern man jetzt nicht in Englisch studiert hat vorher. Und genau, GMAT kann man aber auch nachreichen und eben dieses Zulassungsinterview, das spielt eigentlich die größte Rolle im Bewerbungsprozess. Genau, vielleicht finde ich auch, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, also beim GMAT erwarten wir sozusagen 600 Punkte. Man darf ihn aber auch bis Studienbeginn sozusagen nachreichen. Ne? Aber die 600, die wollen wir schon sehen. Ansonsten ist es aber tatsächlich so genau, dass unsere Kriterien jetzt gar nicht so hart an der Papierform hängen, sondern wir führen lieber auch mal ein Interview zu viel und wir führen die Interviews aber sehr, sehr tief. Ne? Also ich habe gerade heute Vormittag wieder eins geführt, das ging fast 2 Stunden. Und der Bewerber hat quasi eine Präsentation zu einem von uns vorgegebenen Thema gemacht, da 20 Minuten referiert, danach haben wir eine Viertelstunde diskutiert. Ja, das, wenn ich jetzt das Thema sage, ist es vielleicht eher abschreckend, das war Zufall, ja, dass er das in der Lostrommel hatte, der musste was zu Insolvenzbedingungen in Deutschland referieren und wie man die in Covid angepasst hat und was das sozusagen ökonomisch für Langfristfolgen haben kann. Ich sage aber gleich, dass es auch sexier Themen gibt, ja, als das, aber es ist natürlich auch mal sowas mit in der Trommel, hat er aber trotzdem gut gemacht. Und danach haben wir eine Case Study gemacht, da haben wir natürlich ein schönes Repertoire, weil wir viele Leute haben, die ja auch vorher Strategieberatung gemacht haben. Da habe ich beispielsweise mit ihm tatsächlich einen Starbucks Business Case sind wir durchgegangen, ein Starbucks Shop, der jetzt Verluste macht und wo er letztlich Schritt für Schritt durch gute Fragen und Analysen herausfinden musste, woran liegt's? Und dann haben wir hinten raus strategisch Implikationen, also auch diskutiert, nachdem wir herausgefunden hatten, woran es liegt, haben wir überlegt, was sind jetzt eigentlich Lösungswege, ne? Wie könnte man da jetzt rangehen, ne? Und das machen wir würde ich behaupten, auch intensiver als viele, viele andere, weil wir glauben, dass man da deutlich besser abgreifen kann, ob die Leute bei uns gut reinpassen und ob sie also persönlich reinpassen und natürlich auch vom Leistungsniveau her reinpassen. Weil am Ende sind natürlich die Bewerber, gerade wenn man international schaut, kann man aus der Papierform ganz oft gar nicht so viel rauslesen, wenn man ehrlich ist. Ne? Weil da sind die Standards zwischen den Ländern, zwischen den Unis, zwischen den Studiengängen einfach zu unterschiedlich. Ja. Also in meinem MBA vor 15 Jahren hatten wir in der Marketingklausur den Starbucks-Case mit Markteintritt in Italien und warum Starbucks in Italien keinen Fuß fasst mit Pappbechern. War auch interessant. Ja. So, jetzt haben wir hier noch eine Frage, die lautet, welche vorherigen Studiengänge haben Ihre Studenten, Studentinnen absolviert? Aus welchen Disziplinen kann man den Master in Management machen? Ich vermute, das bezieht sich jetzt mal auf beide Tracks. Frau Vogel, wollten Sie vielleicht? Ja, also in der Regel sollte es ein BWL oder Management-Wirtschaftshintergrund sein.
auch Wirtschaftsingenieur, Wirtschaftsmathematiker haben wir im Programm. Ja, wir gucken schon sehr individuell, also wenn es da Fragen gibt, wir gucken uns auch die Transcripts an und geben da auch unser Feedback, unsere Einschätzung, ob sich eine Bewerbung lohnt sozusagen. Da kann man sich gerne direkt jetzt an mich wenden oder ja, auch an Max und wir gucken uns dann einfach die vorherigen Studiengänge an, ob es passen würde. Also da gibt es jetzt auch keine grundsätzliche Aussage. Es sollte schon ein gewisser Anteil an Wirtschaftsfächern oder ein BWL verwandtes Fach sein. Ja, genau. Also was, glaube ich, wichtig ist, ist, wir haben konsekutive Masterprogramme. Das heißt, in gewisser Weise ist Voraussetzung, dass man im Bereich BWL schon Vorkenntnisse erlangt hat. Jetzt ist aber sozusagen, ne, das ist sozusagen auch so eine Hochschulverordnung, die ist aber so ein bisschen schwammig. Also das kann man nicht an ECTS festmachen, schon gar nicht an irgendwelchen Kursen. Dementsprechend dürfen wir da auch individuell gucken und machen das dann letztlich auch. Und gerade da spreche ich jetzt, Jana, verzeih es mir, als sozusagen Program Director für den Finance Track, ermutige ich natürlich auch gerne sozusagen Leute, die vielleicht eher aus dem Mathematikbereich beispielsweise kommen, ohne jetzt andere abschrecken zu wollen. Es ist da nicht alles total mathematisch, um Gottes Willen, aber das sind natürlich Leute, die bei so Finance-Topics dann meistens ganz, ganz schnell einen Zugang zu den ökonomischen Themen dahinter bekommen. Und dementsprechend, wenn wir da gute Leute finden, dann sind wir da, würde ich behaupten, auch wohlwollend oder helfen auch gerne mit zusammenzukratzen, was man da in den Vortranskripten an BWL-Kenntnissen findet. Ne? Wie gesagt, das ist auch wieder so der wichtige Punkt. Wir gucken uns die Leute vor allem dann im Interview an und führen lieber ein Interview zu viel, als dass wir irgendwie jemanden von der Papierform abgelehnt haben. Und genau, ja. Und letzter Punkt dazu, genau, den Jana hat es ja schon angesprochen, die CVs, das ist ein Service, den wir quasi anbieten, checken wir auch gerne vorab, um zu sagen, ob es Sinn macht, sich zu bewerben. Ja, da schließt sich wunderbar die nächste Frage an. Reicht ein Bachelor der Dualen Hochschule Baden-Württemberg aus, in Klammer 5 ECTS, Mathe und Statistik? So, ich fange mal an, also korrigier mich, Jana, aber gerade im Part-Time-Studiengang ist, glaube ich, die DHBW einer unserer größten Supplier sozusagen. Ne? Also ich glaube, ich habe da irgendwann mal so eine Statistik gesehen. Es gibt keine duale Hochschule, die sozusagen mehr Absolventen in die HHL vermittelt als diese. Also von daher ja, das ist schon oft geprüft und da sind wir sozusagen mit dem Level total zufrieden. Diese Anmerkung mit den 5 ECTS, die habe ich jetzt nicht ganz, ganz verstanden, aber ich glaube, das ist okay. Ja, genau. Ja, absolut. Also kann ich dir recht geben. Ne? Wir haben ganz viele Studenten von der DHBW, Mannheim, Stuttgart, wo auch immer. Und ich glaube, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, sowohl Vollzeit auch im Part-Time-Master. Also das ist definitiv möglich. An der DHBW Mosbach habe ich noch unterrichtet vor ein paar Jahren, Strategy, aber für die Bachelorstudenten. Stimmt, ja. Da war ich auch sehr zufrieden. Ja, hier ist eine weitere Frage. Schreibt man, weil Sie gerade den Teilzeit-Master-Management erwähnt haben, schreibt man beim Teilzeit-Master mit Studienort München die Prüfungen in München oder Leipzig? Und wie oft gibt es dann in etwa Blockunterricht in Leipzig? Ja. Soll ich, Jana, oder willst du? Ich sag kurz was zu Blockunterricht. Also das ist, wir haben 2 Blockwochen pro Jahr. Und die finden in Leipzig statt. Da kommen dann alle Studenten aus allen Standorten zusammen. Das sind jeweils eine Woche im Frühjahr, im März meistens und eine im Herbst. Und das zwei im Jahr eben und 2 Jahre geht das Programm. Und alle Kurse an den Standorten, soweit ich weiß, werden auch die Prüfungen abgenommen an den Standorten. Also da muss man nicht nach Leipzig anreisen, sondern das sind ja auch unterschiedliche Prüfungsmethoden, die angewandt werden. Das kannst du, glaube ich, nochmal besser erklären, Max. Ja, genau, kann ich gerne machen. Genau, also bis auf die, also sagen wir erstmal zum General Management, ja, was ja sozusagen unser Legacy-Programm ist, da ist es also tatsächlich so, dass außer diesen 2x2 Wochen findet alles an den Studienstandorten statt und wir nehmen sozusagen auch die Prüfungsleistungen dort ab. Vielleicht zu den Prüfungsleistungen, ja, wir machen auch klassische Klausuren.
Aber wir glauben schon natürlich auch sehr an das Thema Teamarbeit und dass man an tatsächlichen echten Fällen arbeitet. Dementsprechend ist es sozusagen auch oft so, dass Präsentationen vorbereitet werden, Analysen vorbereitet werden und die dann sozusagen auch präsentiert werden. Das passiert aber auch alles vor Ort. Für den Finance Track gibt es noch eine kleine Einschränkung, die da ist, dass wir die Finance-Spezialisierungskurse für den Moment nur in Leipzig anbieten, einfach weil es ein neues Programm ist. Wir erst mal gucken müssen, wie viele Leute wir da sozusagen reinbekommen. Und das ist jetzt mein großer Werbepunkt. Wir verbinden dort in den Spezialisierungskursen, zumindest in einigen, auch die Vollzeit mit den Teilzeitstudenten. Ja. Das ist zugegebenermaßen in gewisser Weise ein Pilotprojekt, was wir da machen. Das machen wir im General Management nicht, aber wir glauben eigentlich sehr stark daran, dass das eine super Idee ist, eigentlich was von unseren Studenten schon lange gewünscht ist, dass man sozusagen eine Vernetzung hinbekommt, das Gesamtnetzwerk, darum geht es ja auch in einem Masterstudium, dort eigentlich erhöht und dass letztlich auch diese verschiedenen Backgrounds, die die Leute mitbringen, sich natürlich da auch gegenseitig befruchten. Dementsprechend ist es also im Finance-Track so, dass die Spezialisierungen, wenn sie mit den Vollzeitstudenten gemeinsam sind, und ich denke, das ist in 5 von 8 Kursen der Fall, wenn ich jetzt gerade richtig unterwegs bin, dass die dann sozusagen auch noch in Leipzig sind. Ja? Genau. Wunderbar. Hier kommt eine Frage zum Vergleich mit einer anderen School. Die Frage lautet, warum HHL statt Frankfurt School of Finance and Management? Überlässt mir, okay, ja, sehr gut. Genau, also erstmal, das ist mir wirklich wichtig, ich hoffe, dass die anderen das auch so machen, muss man sagen, dass alle diese Programme, die da irgendwie in den Rankings auch oben auftauchen, dass das schon super Programme sind, ja. Also sei es jetzt bei der WHU oder ne, gerade logischerweise im Finance-Bereich höre ich dann natürlich auch oft irgendwie die Frankfurt School. Das ist schon erstmal gutes Zeug, was die da machen, eine gute Faculty, die dahinter steht, ein guter Career Service mit einer guten Karriereplanung. Ja. Das sozusagen einmal vorne dran gestellt. Ne? Also will ich überhaupt gar kein Bashing oder so betreiben. Was differenziert uns? Ich beziehe es jetzt mal wirklich direkt auf die Frankfurt School und sozusagen das Finance-Programm. Wir sind schon das einzige der Finance-Programme, was sich auf dieses Thema Corporate Finance setzt und wirklich sagt, wir bilden eigentlich Leute aus, die die quantitative Schnittstelle dann sozusagen zum Management und wirklich zur Entscheidungsebene sein können. Ne? Und das kann sozusagen in großen Unternehmen der Fall sein, das kann in der Beratung der Fall sein, ne? Also 50% unserer Absolventen gehen in Beratung und da größtenteils natürlich in die großen Strategieberatungen oder eben auch wenn die jetzt sozusagen schon Finance fokussiert haben im General Management, dann in Corporate Finance Boutiquen und die sind dafür eben ideal ausgebildet. Die haben jetzt nicht so viel Banking, Trading mitbekommen. Das machen wir auch in Capital Markets und Investments zum Beispiel oder in Asset Pricing. Aber da bietet zum Beispiel die Frankfurt School einfach noch viel, viel mehr Vertiefungen. Ne? Aber was die nicht so im Programm haben, ist quasi diese Verknüpfung von strategischem Management, Unternehmensentscheidung und tatsächlich Finance. Ne? Und das differenziert uns da meiner Meinung nach programmatisch. Und das andere ist halt, glaube ich, dass man sich so ein bisschen überlegen muss vom ganzen Habitus drumherum, wo passt man besser rein? Also wir sind eine kleinere, individuellere Hochschule. Ich glaube, wir dürfen mit Fug und Recht sagen, das zeigen auch immer dann so die Teilrankings in den großen Ranking-Maschinerien, dass wir vor allem sehr, sehr gut sind in der individuellen Betreuung. Ja? Das heißt, man hat hier einen sehr engen, direkten Austausch mit der Faculty. Ja? Also ich könnte jetzt beispielsweise alle 28 Namen der Finance-Track-Studenten nennen und habe seitdem, die im September angefangen haben, auch mit jedem von denen schon mal mindestens eine halbe Stunde alleine gesprochen, eher öfter und länger, weiß, wo die zum Praktikum hingehen, habe denen da geholfen und die beraten.
Und genauso sozusagen unser Career Service, wo wir auch, sagen wir immer, sehr, sehr gute Noten bekommen und wo wir die Leute wirklich sehr, sehr eng betreuen. Und das ist auch was sich ins Alumni-Netzwerk sozusagen übersetzt. Ne? Einfach dadurch, dass wir so eine kleine Boutique-School sind, ist das Netzwerk eines, was sehr, sehr intensiv ist. Und wenn man einen Alumnus anschreibt oder eine Alumna, dann bekommt man, also ich will nicht sagen mit 100%iger Sicherheit, aber wahrscheinlich mit 90%iger Sicherheit, bekommt man eine Antwort und einen Entree in die Firma, wo man hin will, oder mal eine Diskussion zu dem Job, den man eigentlich sucht und so weiter. Ja. Und das differenziert uns schon gegenüber so einer sehr großen Schule. Ja. Also einmal so das Thema Service, auf der anderen Seite das Thema Programm. Und als drittes, das sage ich jetzt als Ur-Leipziger und auch als jemand, der seinen Bachelor in Frankfurt gemacht hat, übrigens an der Goethe-Uni, was natürlich auch immer noch mal eine besondere Rivalität zur Frankfurt School hat. Aber Leipzig ist auch einfach deutlich schöner als Frankfurt. Ja, ja, die nächste Frage geht nicht über Ortschaften, sondern über Stipendien. Gibt es Stipendien in Form von Studiengebührenerlassung und was sind die Voraussetzungen dafür? Genau, da kann ich kurz was dazu sagen. Wir bieten natürlich auch Stipendien an für sehr gute Bewerber. Die Voraussetzungen sind, man bewirbt sich also für das Programm, für das Studienprogramm. Gleichzeitig kann man sich für Stipendien mitbewerben. Wir gucken auch da, also wie im normalen Zulassungsprozess, ne, was bringt der Bewerber mit? Wie sind die Vornoten? Wie ist der GMAT? Also für ein Stipendium braucht man mindestens 650 Punkte im GMAT. Und dann gibt es auch eine Aufgabe, ein Essay, das man mit einreichen muss. Und auch anhand dessen wählen wir dann unsere Stipendiaten aus. Und ja, wir haben verschiedene Stipendiaten, also verschiedene Stipendien, auch verschiedene Themen. Und der Wert geht dann hoch bis zu 50% der Studiengebührenerlass. Da schließt sich gerade die nächste Frage auch an. Gibt es Praxispartner, die Studiengebühren teilweise oder sogar vollständig übernehmen? Ja, also insbesondere jetzt im Part-Time-Programm, Part-Time-MSc, haben wir schon ein, zwei Kooperationspartner, sage ich mal, die Studiengebühren übernehmen. Die haben dann halt in ihrem Unternehmen ein eigenes Programm aufgesetzt. Dann bewirbt man sich natürlich beim Unternehmen dann, aber wir sind dann quasi der Partner, der die Ausbildung durchführt. Das ist zum Beispiel die Telekom oder IBM, Porsche haben wir auch ein Abkommen. Aber das sind eben Unternehmensprogramme, die Unternehmen selber sozusagen aufgesetzt haben. Wir vermitteln die Unternehmen jetzt nicht. Ne? Also das kann man nur machen, indem man jetzt selber schon in den Unternehmen tätig ist. Aber da gibt es, glaube ich, mehr als man denkt. Also mehr Unternehmen sind da offen und flexibel, auch nicht nur Zeit, sondern auch Studiengebühren mit zu übernehmen. Das sollte jeder, denke ich, mit seinem Vorgesetzten dann einfach versuchen auszuhandeln und eben Vorgesetzten einbinden in die Pläne, die man hat. Da gibt es, glaube ich, mehr Möglichkeiten, als man denkt. Und im Übrigen haben wir da auch ein Webinar, nämlich morgen, wie man seinen Vorgesetzten überzeugt, dass er einen Masterstudium finanziert. Ja, super. Genau, und vielleicht von mir noch als Ergänzung, also unabhängig davon, ob es ein organisiertes Programm im Unternehmen gibt, ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass man es auf individueller Basis immer machen kann und ansprechen kann. Also ich habe mein Masterstudium damals auch über Roland Berger sozusagen finanziert bekommen. Und wenn ich in unser jetziges Part-Time-Programm schaue, ich habe jetzt nicht jeden genau interviewt, wie seine finanzielle Situation ist, aber bin mir relativ sicher, dass mindestens die Hälfte der Leute tatsächlich auch entweder komplett vom Arbeitgeber finanziert werden oder zumindest teilweise finanziert werden. Ja. Weil Sie, Frau Vogel, gerade vorhin die 650 GMAT-Punkte als Voraussetzung für ein Stipendium angesprochen haben. Hier kommt die Frage, ob auch ehrenamtliches Engagement für das Stipendium relevant ist oder zumindest positiv wahrgenommen wird. Natürlich, natürlich, absolut. Also auch insgesamt für die Bewerbung an der HHL sind das natürlich immer Pluspunkte, wie man sich außeruniversitär engagiert, einbringt, der Gesellschaft etwas zurückgibt. Das bewerten wir natürlich auch positiv, klar. Super. Wir haben jetzt 7:45. Es sind im Moment keine weiteren Fragen da. Vielleicht noch als Abschluss, Frau Vogel, wir haben immer wieder mal uns ausgetauscht über die HHL. Und Sie haben es auch vorhin eingangs mal erwähnt, dass es doch einen besonderen Spirit bei Ihnen auch gibt.
und dass Ihnen auch sehr wichtig ist, dass die Studierenden auch zu Ihnen passen. Wollen Sie da vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen, was da hinter diesem Spirit sich verbirgt? Also enge Betreuung oder einfach, sagen wir mal, man kennt sich, ein persönliches Verhältnis, das habe ich jetzt schon mitgenommen. Genau, ich denke, also unsere Studenten würden jetzt sagen, eine besondere Motivation, also auch, dass man für ein Thema brennt und das auch mit einbringt in die HHL, also nicht nur konsumiert, sondern auch selber etwas einbringt, voneinander lernt. Ich glaube, das schätzen unsere Studenten alle, dass alle dieselben Ehrgeiz und dieselbe, Motivation hat für das Thema, aber gleichzeitig ist keine Ellbogengesellschaft an der HHL. Ne? Also alle wollen miteinander was bewegen und alle unterstützen sich auch. Also das wird auch immer sehr positiv von den Studenten bewertet und das sehen wir ja auch. Eine gewisse Bodenständigkeit sehen wir auch an den HHLern. Also das ist nicht so der typische Privatstudent, sage ich jetzt mal, sondern auch die Unternehmen, die bei uns rekrutieren, wissen das sehr zu schätzen und sagen das auch immer wieder, dass die HHLer sehr bodenständig sind und sehr praxisorientiert und nicht abgehoben. Und das macht uns, glaube ich, auch aus an der HHL. Und dann natürlich, klar, diesen persönlichen Ansatz, den wir hier haben. Jeder kennt jeden. Wir sind alle per Du, selbst mit dem Rektor. Und das ist schon auch eine ganz bestimmte Atmosphäre. Die muss man halt erleben. Schade, wir können jetzt zurzeit niemand hier einladen, herzukommen. Sobald es wieder möglich ist, sagen wir das auch immer. Kommt her und nehmt das hier mal auf. Diesen Spirit, das muss man erleben. Das ist schlecht zu beschreiben. Ja, naja, ich finde, das ist schon ganz gut rübergekommen. Genau, wunderbar. Also als Alumnus kann ich das sozusagen auch sehr bestätigen. Man wird halt sozusagen wirklich zu einer eingeschworenen Gemeinschaft. Ne? Da reibt es immer mal zwischendurch, weil es auch sehr intensive 2 Jahre sind. Aber da entstehen sozusagen auch ganz viele wirklich lebenslange Freundschaften. Ja? Und ich glaube, das ist was es ein Stück weit auch besonders macht. Wunderbar. Ja. Dann sage ich recht herzlichen Dank, Herr Dr. Schreiter. Recht herzlichen Dank, Frau Vogel, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Recht herzlichen Dank an die verbliebenen E-Fellows. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, sonst wärt ihr auch nicht so lange dabei geblieben. Das Webinar von morgen, was Frau Vogel erwähnt hat, findet ihr sicherlich auf der Webseite der HHL. Genau. Dann wünsche ich uns allen einen schönen Abend und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Danke an alle. Tschüss. Guten Abend. Tschüss. Ciao.